herzlich willkommen zurück bei Against the Odds und den Spielekünstler e.V. Wir haben uns wieder zusammengetan und eine weitere Runde Blood on the Clock Tower gespielt. Und zwar das Anfängerskript Trouble Brewing. Und was genau? Wir haben diesmal eine etwas fortgeschrittene Runde Trouble Brewing gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir spielen ja mit Leuten, wir treffen uns nicht nur zum Film, wir spielen im Rahmen des Vereins, im Rahmen des Freundeskreises, Bekanntenkreises, viel Blood on the Clock Tower mit erweiterten Skripten, mit Custom-Skripten, mit ganz wilden Charakteren. Heute beim Startskript, beim Anfängerskript Trouble Brewing, da wollte ich mal eine Herausforderung stellen und ich glaube, das ist mir tatsächlich gelungen an der Stelle. Ohne zu spoilern, ja. Wie gesagt, es ist keine Runde, die ich jeder Gruppe empfehlen würde. Wir haben hier Spieler, die sehr, sehr viel Blood on the Clock Tower gespielt haben. Wir haben hier Leute drin, die Dutzende über Dutzende Runden gespielt haben. Haben natürlich ein paar, die weniger Spiele drin haben, ganz klar. Aber macht ein Setup wie so eins nur, wenn ihr ungefähr wisst, was ihr dem bösen Team vielleicht für eine Welt bauen wollt oder vorschlagen wollt. Oder wenn ihr wisst, die Leute, die böse kriegen, die werden damit umgehen können. Und damit sehen wir uns nochmal an, wer heute alles mitspielt. Liebes Dorf, ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen in die erste Nacht. Augen zu, los geht's. Wir starten mit den Minion- und Demon-Informationen. Das heißt, die Bösen lernen sich erstmal gegenseitig kennen. Das heißt, es ist immer ein bisschen Spielleiterentscheidung, ob man die Minions zusammenweckt oder sie einzeln weckt. Ich entscheide mich einfach wegen Vorsicht, weil sie alle so nah beieinander sitzen, sie einzeln zu wecken. Ich wecke Kim. Und dann Spy und ich wecke Lea, unsere Poisonerin, und zeige ihnen, dass Dennis ihr Demon ist. Lea bestätigt einmal, dass es tatsächlich Kim ist und nicht der Fabius. Dennis wird geweckt, lernt von mir, dass Lea und Kim seine Minions sind. Und dann kriegt Dennis natürlich drei Rollen, die nicht im Spiel sind. In dieser Runde nicht die allerstärksten Bluffs, aber es müssen nicht immer die allerstärksten sein. In diesem Fall sind es der Mayor, der Recluse und der Chef. Viele passive Sachen, viele Sachen, die man als Demon Bluff bezeichnen könnte zum Schluss hin. Chef, mit dem kann man viel spielen, wie gegebenenfalls die Personen sitzen. Mal gespannt, was sie damit machen. Als nächstes wecken wir Lea, unsere Poisonerin. Die Benny vergiftet, während er mit ihr redet, ist sehr stark. Er sitzt zwischen ihrem Dämon und ihr selber. Wenn es ein Empath wäre, würde er eine 2 bekommen. Das ist eine starke Wahl. Hat den Librarian getroffen, gibt mir als Storyteller natürlich einiges an Möglichkeiten, damit herumzuspielen, wo gegebenenfalls falsche Informationen gesehen wird. Das heißt, ich entscheide mich an dieser Stelle auch gerade nochmal, wo ich das setzen möchte. Ich entscheide mich für einen Investigator und einen Fortune Teller, einen Junk zu zeigen, weil ich möchte, dass sie gegebenenfalls ihre Informationen anzweifeln. Als nächstes bereite ich so ein bisschen das Grimm vor, weil unser Spy kriegt das Grimm gezeigt. Normalerweise kann ein Spy so lange ins Grimm schauen, wie sie möchten. Ich limitiere es vielleicht bei so Live-Runden doch auf
Minütchen oder zwei, einfach weil es ist eine Gruppe mit sehr viel erfahrenen Spielern dabei. Wenn sie merken, die Runde geht auf, aber die Nacht geht auf einmal 2-3 Minuten länger, auffällig. Das würden wir ja nie so metamäßig irgendwie uns herleiten. Nein. Ja. Diese Runde würde niemals etwas metern. Ich weise Ihnen auf so die wichtigsten Punkte hin. Die Bluffs, wer vergiftet wurde, dass er vom Investigator korrekt gesehen wurde, ist für ihn sehr wichtig, um gegebenenfalls seinen Bluff und seine Welt aufzubauen. So die wichtigsten Sachen zeige ich ihm auf jeden Fall, damit er diese Informationen auch hat, weil diese darf er ja sehen. Als nächstes wecken wir unseren vergifteten Librarian, der inkorrekterweise einen Junk sieht. Und zwar bei Julian, dem Investigator, und Chris, unserem Fortune-Teller. Ich möchte eigentlich kein Geheimnis daraus machen, dass gegebenenfalls der Investigator einen richtigen Spy gesehen hat oder einen potenziellen Recluse. Ich will im Endeffekt nur, dass der Fortune-Teller, wenn er richtig gut pickt, seine Informationen anzweifelt. Ja, an der Stelle vielleicht auch. Also ich habe ja mitgespielt und dann das Video geschnitten. Das heißt, ich weiß schon, was so alles wirklich passieren wird. Dave weiß es noch nicht. Das heißt, ob der Fortune-Teller seine Informationen eventuell anzweifeln wird. Genau, also ich freue mich richtig, diese Runde zu sehen. Einfach weil, naja, ein Storyteller, der macht viel Moderation während des Tages, in der Nacht natürlich die Informationen. Aber währenddessen geht man zu dem einen oder anderen Gespräch. Aber das war's an der Stelle. Ich habe sicherlich nicht alle Gespräche und sicherlich nicht allen Kontext mitbekommen. Ich freue mich darauf, den zu sehen, auf jeden Fall. Und ihr könnt das ja jetzt mitmachen, weil man hat ja beim normalen Spiel auch nicht die Möglichkeit, die Gespräche der anderen mitzubelauschen. Und das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Gucken, wie sehr mich böse hassen wird. Genau, wir wecken unseren Investigator Julian und ich zeige ihn korrekterweise einen Spy zwischen einem Undertaker, dem Fabius, und dem richtigen Spy. Als nächstes wecken wir Dodo, unseren M-Paten, und er kriegt eine ganz schnelle 1, ebenfalls korrekte Informationen. Wie gesagt, die Bell, die wir so ein bisschen aufbauen wollen für Kim und gegebenenfalls seinen Bluff ein bisschen solider gestalten wollen, ist der Recluse. Wir setzen ihn quasi ein bisschen fest in dieser Rolle rein, aber es ist ein Spy. Der hat schon die beste Information bekommen, mehr oder minder, ist quasi zu sehen, was wer ist. Wir wecken Chris, unseren Fortune-Teller, und er wählt quasi zwischen dem Fabius und dem Kim aus. Und ich sage ihm korrekterweise, nein, keiner dieser zwei ist der Dämon. Das kommt dieser Geschichte ein bisschen nahe, dass er vielleicht die Drunk-Person ist. Wenn Kim ein Recluse sein sollte, ist es nicht unüblich, darauf ein Ja zu geben. Ich gebe ihm ein Nein. Das könnte vielleicht ein Hinweis sein, dass er drunk ist. Leider ja. In diesem Fall muss man anmerken, dass der Red Herring quasi die falsche Fährte bei Dominik, unserem Monk, sitzt. Eine Rolle, die sich selten bestätigen kann. Deswegen ist das jetzt kein schlechter Kandidat dafür. Ebenfalls in der Nähe der Nachbarn passiert auch gerne, dass man die Person auswählt als Fortune-Teller. Und dann verschwende ich ein bisschen Zeit, falls ein Butler im Spiel sein sollte. Und damit gehen wir auch schon den ersten Tag. Willkommen zurück, liebe Dorfbewohner. In diesem kleinen, düsteren Dorf von Ravenswood Bluff. Ein Dorf, was sicherlich schon mal bessere Tage gesehen hat. Ihr kennt. Willkommen zurück. Es ist schön, euch alle wiederzusehen. Hattet ihr euch das nicht auch schon immer gedacht? Jeden Abend, nachdem ihr den menschenleeren Marktplatz am grenzenlos grauen Glockenturm entlang gegangen seid? Nicht? Willkommen zurück zu dieser Taverne, wo ihr euch wie an jedem alten Abend mit euren Freunden trefft. Alles wirkt normal, so scheint es. Aber habt ihr diesen Ort jemals wirklich verlassen? So ganz scheint ihr euch nicht daran erinnern zu können. Willkommen zurück zu den fernen Erinnerungen von den empörenden Momenten in dieser erholsamen kleinen Gegend. Erinnerungen von Totengräbern, die das kalte Grab eines alten Soldaten ausheben. Von einer Wahrsagerin, die den einst beachteten Bibliothekar zum Galgen führt.
Vor euch steht auf einmal eine Gestalt eines Einsiedlers, der das Dorf darum anfleht, nicht exekutiert zu werden. Ihr schreckt zurück, ihr schüttelt den Kopf und ihr schaut zum anderen Tisch. Alles wird normal. So scheint es. Ihr kennt diese Menschen und dennoch dringen dunkle Gedanken von dämonischen Gestalten in euren Kopf. Wie abermalig abstruse Albträume, wie alternativlos alte Aufzeichnungen, atmen aussichtslose Anklagen einer anscheinend ahnungslosen Ansammlung Dorfältester entgegen. Ihr schließt fest die Augen, ihr konzentriert euch, ihr atmet tief durch, ihr öffnet die Augen wieder. Und ihr seht, wie alle in Taverne benommen um meine Leiche herumsitzen. Auf einem blutbedeckten Boden, umzingelt von betrügerischen Bürgern. Willkommen zurück. In einer weiteren Iteration des Irrsinns, einem weiteren Umlauf der Uhr. Liebe Dorfbewohner, liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Blood on the Clock Tower. Ich hab zu viel. Liebes Dorf, es befindet sich ein Dämon unter euch. Rächt meinen Tod, findet den Dämon. Ihr schafft das, glaubt an mich. Ihr kriegt von mir 10 Minuten, dann geht's zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Ich bin bereit, Kim, bis. Chris, du bist ausgewählt. Chris, sieht das? Ja, auf geht's. Okay. Hi. Hallo, was treibt dich in diese schönen Gefilde? Ich habe dich gesehen. Du hast mich gesehen? Ja, möchtest du mir deine Rolle sagen? Du sagst also, du bist die Waschfrau. Ich bin auf jeden Fall eine Rolle, die ich gesehen habe. Könnte auch der Investigator sein, ne? Aber das würdest du mir wahrscheinlich nicht verraten, ne? Interessant, interessant. Bisschen spooky gerade. Ravenclaw. Okay. Alles klar, ich würde mal mit dem anderen Part reden und dann kommst du mal rein. Ich bin der Librarian. Ach, du bist der Librarian? Ja. Ja, ich bin der Investigator. Okay. Das ist ja cool. Ich habe gesehen Kim und Fabius als Spy. Das Witzige ist, ich habe mir zuerst Fabius rausgegriffen, aber Fabius hat wahnsinnig gestruggelt gerade eben, weil ich sagte... Du willst noch nicht so viel sagen. Ja. Dann gib mir wenigstens 3. Gib mir einfach 3. Ich kann dir 3 geben, ja. Ja, gib mir 3. Und er hat wahnsinnig gestruggelt. Ich bin ziemlich sicher, dass Fabius das Bios. Welche 3 hat er dir gegeben? Weil er hat mir auch 3 gegeben. Achso, was hat er dir gegeben? Virgin Soldier Undertaker. Ich sag mal, Virgin Soldier oder Undertaker. Ja, das hat er mir auch gesagt. Okay. Ich habe ihn gefragt. Falls du die Virgin bist, darf ich dich nominieren? Ich meine, du kannst es machen, aber... Es wird nichts bringen. Vielleicht. Also. Hast du gesagt, du wärst Virgin? Warum? Warum nicht? Okay, ich meine, also nicht die Virgin. Du kannst es schon mal ausschließen, wenn du willst. Also Schulter oder Undertaker? Das ist absolut das Spy, deswegen klingt der Undertaker. Ich habe einen Drunk gesehen. Bei dir oder bei Chris. Okay. Also... Okay, trotzdem, Spy-Kandidaten sind halt echt... Ja, und er hat dermaßen gestruggelt, dass ich tatsächlich glaube, dass wir da ganz dicht dran sind. Okay, also denkst du eher, dass Chris drunk ist? Ich würde jetzt erstmal zu ihm gehen und sagen, dass er wahrscheinlicher der drunk ist. Okay. Die Tendenz steigt zu dir. Fancy. Warum zu mir? Der andere Part war Julian. Julians Info könnten passen vom logischen her. Und er hat wahnsinnig gestruggelt, bis er mir 3 gegeben hat. Und ich glaube einfach, auf der reinen Social-Ebene, dass Fabius wahrscheinlich das Spy ist. Alles klar. Ja. Gut, alternativ bist du der Drunk. Aber klar, kann ja auch sein. Klar. Ich habe eine 1 gekriegt. Auf? Dass hier ein böser Dämon sitzt. Und rechts neben mir sitzt Kim. Und links neben mir sitzt Niklas. Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, weil ich gerade eben auch so ein bisschen geguckt habe, wer ist mit wem wie unterwegs gewesen. Und du hast eine Dreiertruppe, das war Kim, Dennis und Lea. Um mal zu überlegen, okay,
wie eventuell die Absprachen sind. So, was bist du so Schönes? Ah, okay. Ich bin der. Ich habe Benni jetzt ausgewählt. Mhm. Ja. Bluff sind Chef, Mayor und Rhythmus. Okay. Alles sehr beschissen, Bluffs. Definitiv. Ich bin am überlegen, ob ich irgendeine Chefzahl in den Raum werfe, aber noch nicht sage, dass ich Chef bin, weil ich will halt nicht am ersten Tag gleich hingerichtet werden. Nee. Ich weiß nicht, was Kim ist. Wenn das bei ist, dann könnte er uns vielleicht noch helfen. Mhm. Ja. Ja. Kim? Ich bin erstmal. Oh, Glück gehabt. Niklas ist ein Drunken Slayer. Ich bin drunk gesehen. Das mit Drunk gesehen, bei wem? Sag ich noch, ich will noch mit den beiden Personen reden. Also auf jeden Fall nicht bei dir. Okay. Du kannst deine Fähigkeit frei nutzen. Perfekt. Ich bin ein Ping vom Investigator. Mhm. Ich würde echt gerne einen Recluse nehmen, hab Niklas auch gerade geclaimt, ich bin Außenseiter. Wir können 3 Rollen machen, also wir können sogar 4 Rollen machen. Okay. Ich kann dir sagen, ich bin ein Outsider. Ah, okay. Mhm. Ja, sonst wird das echt schwierig. War auch einer meiner Bluffs. Ja. Den Spy setzt man natürlich so ein bisschen in den Grab mit all der Informationen, die er auf ihn gesetzt bekommen hat. Eine Empath 1, er hat einen Investigator, korrekte Informationen auf ihn. Wie gesagt, der Fortune Teller, der einen Nein bekommen hat, das zeigt ebenfalls auf einen Minion hin. Ja, fies dem bösen Team gegenüber. Wie gesagt, probiert das vielleicht nicht in jeder Runde, aber den Undertaker als Option zu zeigen, ist genau das, was das böse Team an der Stelle braucht, um sich so ein bisschen rauszureden. Ein Undertaker, der lange lebt, den sie lange leben lassen, der kann korrekte Informationen dem Dorf nennen. Das ist dann vollkommen egal, wenn es ein Spy ist. Deswegen, das ist so der Gedanke dahinter, weshalb Fabius ebenfalls so ein bisschen unter das Messer gelegt wird. Gib uns irgendeine sinnvolle Rolle. Ich war jetzt Dominik. Du bist der Einzige, der ich sagen werde. Okay. Morgen. Den könnte man nehmen. Problem ist, ich kann mich jetzt zu gucken, ob es irgendwie ein Wahrsager oder sonst was gibt. Ravenclaw. Ich konnte nicht so viel merken, das ist so, ja, okay. So viele Leute. Weißt du, was bei mir ist? Nein. Okay. Ich lasse es definitiv Slayer, weil mir Slayer so Dominik claimen wird. Mhm. Oh, dann könnte ich Librarian claimen, ne? Ja. Könnte ich dich als Recluse gesehen haben, dann fällt der Drunk nicht so auf. Ja. Und eventuell versuch Niklas darauf hinzubringen, mich abzuschießen. Mhm. Ja, genau. Und dann würde ich Dominik halt aufschneiden. Was bist du? Poison. Angry Poison sind halt. Tatsächlich fände ich, ja. Weiß man, Poison ist, glaube ich, besser, dann fällt ich auch eine starke Rolle um. Ja. Hast du sonst noch von irgendeiner starken Rolle was zu fahren? Ich muss nochmal jetzt nachgucken, wie gesagt, das ist so ein Stuff, wo ich die Pings halt mehr geachtet. Hm. Ja, dann Poison du erstmal Dominik, dann kann ich einfach erstmal irgendwen umbringen. Ja. Ich würde halt mehr gefilmen, wenn ein zum Beispiel. Ja. Ja. Dann gehe ich mit dem Librarian. Hab dich als Recluse gesehen. Mhm. Dann haben wir unseren Outsider. Ich bin Investigator, Mayor oder wo war es hier? Raven Deal. Okay. Falls du Investigator bist, willst du dann schon sagen, wer dein Ping ist? Ich habe von einem Recluse gehört. Okay. Das wäre jetzt interessant, wenn mir eine Person gegenüber geclaimt, dass sie ein Outsider wäre. Dann einfach die Frage, ist in deinem Ping Windows Investigator? Warte. Hast du warte. Librarian. Du hast Investigator gesagt. Nee, ich meinte Librarian. Okay. Sorry. Ja, nee, okay. Gut, dann gut. Librarian ist der Aussage, ja. Okay. Ja, aber ja, tatsächlich habe ich gehört, dass es einen Recluse gibt von einem Librarian. Ja. Ich habe nur von einem Librarian gehört, ja, der ich auch einen Recluse gesehen hat. Okay, ich habe von einem Librarian gehört, der einen Drunk gesehen hat. Okay. Was hast du als Sass erfahren? Sass ist gerade, dass eine Person sagt, sie kann Kim als Recluse bestätigen und eine andere Person sagt, es gibt einen Librarian, der einen Drunk gesehen hat. Genau dasselbe ist mir auch passiert. Ich habe beide Librarian-Infos. Wir haben sowohl einen Librarian Recluse als auch einen Librarian Drunk. Der Librarian hat den Drunk mir gegenüber geclaimed. Den Recluse habe ich nur über Secondhand erfahren. Das macht hast du einen zweiten Librarian? Also das Ding ist, dass
Dennis hatte gesagt. Ich weiß tatsächlich von einem Outsider. Oh. Ja, ich weiß, dass Kim der Rekluse ist. Okay, bist du Labyrinth? Vielleicht. Okay. Und genau das gleiche Gespräch hatte Niklas auch mit ihm. So, also auch so, hat auch erst Investigator gesagt. Das Problem an der Stelle, wenn... Okay, Böse haben sich schon recht lange abgesprochen. Ist natürlich ärgerlich, dass die Rolle, die vergiftet wurde und zwischen den zwei Bösen saß... okay, Kim hat sich wahrscheinlich auf die starken Rollen konzentriert, hat den Librarian jetzt vielleicht nur im Vorbeigehen gesehen. Ja, aber an der Stelle fällt es halt direkt schon auf, wenn die Welt so ein bisschen sich auflöst. Die waren am ersten Tag im Double Claim, so das war nicht ideal. Mm-mm. Nicht ideal, allerdings, ja. Also wenn Benny gesagt hat, ich habe einen Drunk gesehen, Punkt, ist das gerade die stärkere Aussage. Okay. Ich habe mich gerade eben mit Dennis unterhalten, der war überrascht, dass ein Drunk gesehen wurde. Kick los. Okay. Ja, ich habe keine Inforolle, mehr will ich erstmal nicht sagen. Okay. Und ich bin auch nicht die Virgin. Und da habe ich nämlich auch die haben wohl auch eine Virgin. Ich habe nichts zu einer gehört. Okay, ich bin die Virgin und so viel wie anders. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen überhört, dass du vielleicht eine First Night Inforolle hast. Ja. Ich bin die Virgin. Ach, cool. Vielleicht möchtest du mich umbringen. Könnte ich machen. Könnte ich machen. Gut. Hast du irgendwelche Informationen in der ersten Nacht erhalten? Ja. Ah, okay, cool. Ich habe noch nichts, was ich irgendwie erzählen will. Okay, ja. Okay, dann ist Dennis. Willkommen zurück. Liebes drauf. Ihr dürft gern loslegen, ihr dürft ein Minütchen oder zwei quatschen. Danach eröffne ich die Nominierung. Ich würde gerne einmal direkt anfangen. Meines Wissens nach haben wir eine Virgin und wir haben auch einen Librarian, der einen Drunk gesehen hat. Und bevor es gleich passiert, dass einer der wirklich drunk ist, die Virgin anklagt, sollten wir vielleicht einigermaßen feststellen, wer der Drunk sein könnte. Wäre, glaube ich, relevant, weil sonst wählt gleich der Drunk die Virgin aus und es funktioniert nicht. Der Drunk sitzt wohl zwischen uns beiden. Okay. Oh, das heißt, ihr beiden solltet nicht die Person sein, die Sache ist. Die Sache ist, es gab halt auch jemanden, der meinte, er wäre Librarian und der hat halt keinen Drunk gesehen, sondern Recluse. Und jetzt weiß ich nicht, ob es zwei Librarians hier gibt, die unterschiedliche Sachen gesehen haben. Nein, also, der Investigator hat einen Recluse gesehen, der Librarian und Drunk. Also, der Investigator hat einen Spy gesehen, aber vielleicht auch einen Recluse, das meinst du? Okay. Genau. Einer von den Spy-Kandidaten hat zum Investigator wohl gesagt, dass er ein Recluse sei. Okay, das heißt, wir haben einen Librarian und einen Investigator. Hätten wir denn noch eine von den First Night Inforollen? Von keiner gehört? Wir brauchen von keiner anderen gehört? Nee, ja, dann wird es ja vielleicht Sinn machen, wenn der Librarian die Virgin anklagt. Ja. Also ich sag's einfach, ich bin Librarian, müsst halt nur wissen, wer die Virgin ist. Okay, wollen wir es jetzt schon tun oder wollt ihr noch reden? Weil es wäre ja dann sofort. Aber wie, jemand anders nominiert mich jetzt so. Okay, dann nominiere ich Kathi. Benny nominiert Kathi. Benny wird exekutiert. Benny stirbt. Wir gehen hier nach. Wenn wir von Meta sprechen, diese Runde macht eine Sache sehr gerne: Virgin Tag 1. Bestätigen. Es ist stark, es ist sehr stark. Es ist nur genau diese eine Nacht, die Böse braucht, um vielleicht nochmal mehr Infos zu kriegen. Aber dafür haben wir jetzt eine bestätigte Wirtin, also eine Rolle, der man vertrauen kann. 100%. Das Schwierigste für Böse wird, sich zu koordinieren. Normalerweise in einem Spy-Poisoner-Spiel, wie gesagt, die stärkste Aufstellung, die man eigentlich einem bösen Team geben kann in Trouble Brewing, ist, wen vergiftet man? Wen tötet man? Mhm. Und wenn man zwei starke Rollen drin hat, dann ist es eigentlich ein Kinderspiel. Du vergiftest die eine Rolle und du tötest die andere. Wir haben so ziemlich alle starken Rollen drin. Slayer, der drunk ist. Der Empath, gut, bis der die konkreten Infos bei dem Dämon kriegt. Das wird eine Weile dauern. Sitzt genau gegenüber, mehr oder minder. Aber, wie gesagt, es wird ein Fall von, in welcher Reihenfolge tötet man. Und wen, ganz, ganz wichtig, lässt man am Leben, um
als potenziellen alternativen Dämonkandidaten abzustempeln. Das heißt, wir gehen in die Nacht 2. Wir fangen natürlich an mit unserem Poisoner, Lea. Lea vergiftet in dieser Nacht Dominik, unseren Monk. Als nächstes wecken wir Kim, unseren Spy. Wie gesagt, die Folgenächte sind eigentlich meistens definitiv kürzer bei einem Spy, weil klar, der Spy darf lange reinschauen, wie der Spy möchte, aber in erster Linie weise ich ihn gerade so auf die Änderung hin. Ich weise ihn darauf hin, dass Dominik, der Monk, diesmal vergiftet wurde. Ansonsten kriegt er nicht viel mehr Informationen und Änderungen. Er wird wahrscheinlich noch mal kurz einen Blick reinwerfen, wo die anderen starken Rollen sitzen und sich kurz was merken. Und das war's an dieser Stelle. Dominik wählt wen aus zum Beschützen. Er wählt unseren Slayer, den Niklas, aus. Leider wird der nicht beschützt werden, weil Dominik ist natürlich vergiftet. Wir wecken unseren Dämon, der darf dann töten. Er wählt direkt den Empathen aus. Mit der Andeutung vielleicht, dass der Empath potenziell sehr starke Informationen hat. Entweder die eine oder andere Richtung oder starke Informationen kriegen könnte, wenn einer der Nachbarn stirbt. Deswegen auf jeden Fall eine gute Erstwahl. Die aber auch bestätigt hat, dass wir ein Spy-Game gut haben könnten, weil Dodo war sehr zurückhaltend mit der Information, dass er ein Empath ist. Ich weiß gar nicht, ob er das am ersten Tag irgendwem gesagt hat. Ich glaube nicht. Genau. Also normalerweise in einem Spy-Spiel, da gibt es manchmal die Taktik, es so aussehen zu lassen, als wenn es kein Spy-Spiel ist. Dann tötet man vielleicht erstmal eine nicht wichtige Rolle. Dafür hat Böse dieses Spiel keine Zeit. Sie haben sehr viele Rollen, die sie wegkriegen müssen. Eine bestätigte Virgin, ein Monk wird zum Schluss sehr, sehr gruselig. Und ein Empath und ein Fortune Teller mit Informationen, so wie ein Undertaker. Da können sie sich keine Nacht leisten, wo sie nicht eine wichtige Rolle töten. Das ist vollkommen in Ordnung. Sie wollen ja auch eine Spy-Welt bauen, wo potenziell der Undertaker als Beispiel oder ein Fortune Teller dann als Dämon-Kandidat dasteht. Ganz klar. Wir wecken Fabius, unseren Undertaker. Und er sieht korrekterweise, dass Benny der Librarian ist und nicht der Drunk. Wir wecken Chris, unseren Fortune Teller, der erstmal ein bisschen verwirrt ist und seinen klassischen Läden nach vorne macht. Den man hören kann. Genau, richtig. Also man weiß immer sehr genau, dass Chris eine Rolle hat, die in der Nacht wach wird, weil es wird sich ein bisschen auf dem Stuhl justiert, ein bisschen nach vorne gelehnt. vielleicht sollte er mal das einführen, einfach auch wenn er eine passive Rolle hat. Genau, er wird geweckt und wählt die zwei Personen links von seiner ersten Nacht aus. Und zwar wählt er Lea und Benny und kriegt wieder die Information, dass nein, keiner dieser beiden der Dämon ist. Starke Information, meiner Meinung nach. Ein Fortune Teller, der erstmal ein, zwei Nächte Neins kriegt, ist fast bessere Information, weil du kannst schon mal direkt Kandidaten ausschließen, die nicht der Dämon sind. Mhm. Das ist vier Personen, wo er weiß, da sitzen, wenn überhaupt, die Minions. So, der Empath ist tot, kriegt logischerweise keine Information. Ich verschwende ein wenig Zeit, falls gegebenenfalls ein Butler-Bluff oder sowas mal aufkommen sollte. Aber damit gehen wir dann in Tag 2. Guten Morgen, liebes Dorf. Habt alle gut geschlafen? Manche haben es nicht. Überfahren von etwa ein Dutzend Marktkarren in der Nacht. Dodo, ihr habt 8 Minuten Zeit, dann geht's zurück. Let's go. Kathi, ich bin hier hin. Dodo, da du jetzt bestätigt bist. Das Leben und Leiden einer Virgin, man ist bestätigt gut. Wie gesagt, die Person, die nominiert hat, kann natürlich immer noch ein Spy sein, weil diese Spy als Townsfolk registrieren kann. Aber die Virgin ist 100% bestätigt. Das heißt, es liegt an dir, Kathi, alle Informationen vom Dorf irgendwie zusammenzusammeln, weil du wirst wahrscheinlich alle Informationen vom Dorf kriegen. Aber ich lieb's. Als bestätigte Virgin kann man einfach mit jedem sprechen. Man weiß, die Leute vertrauen einem. Und wer dann nicht mit einem sprechen will. Es liegt aber auch vermutlich an dir, dann das Puzzle zu lösen. Ja. Ich bin der Slayer. Perfekt. Okay. Wer warst du denn? Dein Part. Ein nettes Beispiel. Wir haben das Spy im Spiel. Und ich kann dir genau sagen, wer es ist. Was hast du denn bekommen als Spy? Ja, als Empath. Eins. Neben mir sitzt ein. Rechts neben mir sitzt Kim.
und links Kim Niklas. Und ich gehe davon aus, dass Kim das bei ist. Ja. Dann hätten wir mit Lea und sie sitzen schon wieder zusammen. Wie witzig. Kim und Dennis. Ja, die waren immer schon zusammen, ne? Mhm. Und jetzt sitzen Lea und Dennis gerade schon wieder zusammen und probieren. Wen haben sie denn da noch mit jetzt? Ne? Ja, ich bin ja possibly dran, ne? Ja. Possibly dran. Und possibly was sonst noch? Und ihr seid possibly böse, habe ich gehört. Nee. Die waren eben auch schon ziemlich lange in dem Raum hinten dran zu dritten, ne? Ja. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir den Spy haben und das ist Kim. Dodo hat es an dieser Stelle schon komplett richtig erraten, ja. Und noch nicht mal anhand von Informationen. Das ist das Fantastische von In-Person-Spielen. Einfach kurz schauen, wer geht mit wem häufiger weg. Wenn man von einem Spy-Spiel ausgeht, dann wird wahrscheinlich häufiger berichtet, was wer ist. Sehr stark angenommen, aber gucken, was er mit dieser Information macht, ob er das wem anders so rüberbringt. Niklas? Niklas ist. Fand ich gerade Social ziemlich gut, dass er gesagt hat, lass uns nicht, das nicht der Drunk dominiert. Das fand ich. Hätte sich ein Böser sparen können, das wäre überhaupt nicht. Das, ne? Würde ich aber auch sagen. Ich böse bin. Sowas? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, klar, immer kann mal sein, aber insgesamt. Das ist ich hasse es, also auf der einen Seite, weil ich es hasse, wenn man so Fehler macht. Aber auf der anderen Seite auch. Also, keine Ahnung. Das lässt dich halt echt gut erscheinen. Okay, hast du eine Idee, wen ich schützen sollte? Ich bin's, Schuntillo. Weil Chris sagte, er würde gerne in der Nacht sterben. Okay. Und ich versuche mich gerade daran erinnern, wen ich gepickt habe. Ich habe Fabius Kim sitzen da nebeneinander. Das war Nacht 1. Wir haben eine Paten 1 auf Kim halt auch. Ja, ich weiß. Achso, hat. Aber er ist zu mir gekommen, wir haben uns unterhalten und er sagte direkt so, ey, ich bin der Recluse. Kim. Ja. Okay. Und das erklärt ein paar eins. Und das erklärt auch, warum ich einen Spy bei ihm sehe. Klar. So, und ich würde auch, also selbst wenn der Fortune Teller ihn pingt, er hat schön und gut, dass er das tut. Bringt halt nichts. Ich glaube nicht, dass Kim Recluse ist. Neben mir sitzt ein Böser. Und ich bin zu 99,9999%. Wer sitzt neben dir? Kim. Ich tendiere trotzdem mehr zu Fabius. Ja, ich tendiere auch mehr zu Fabius. Okay, alles klar. Hi Fabius. Hey. Hi. Ich bestätige dich gerne als Librarian. Okay. Stimmt. Ich habe heute Nacht gesehen, wer du warst. Ja. Okay. Damit habe ich sehr guten Grund, natürlich dir und Kathi zu vertrauen. Fabius kam gerade zu mir und hat Undertaker geclaimed. Und ist halt Spy natürlich ganz einfach so, ne? Natürlich. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, du warst auch in einem Spy-Ping. Ich weiß nicht, ob der Investigator schon bei dir war. Nee. Nee? Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die gerade ein bisschen fass drauf ist. Also, ja. Wenn du es nicht mir sagen willst, such dir Vertrauen zu. Ich bin der Undertaker. Ja, der hat ja noch keine Bluffs gehabt wahrscheinlich. Das war so mein Gedankengang. Dann ist er jetzt ein Sus Nummer 1. Hey. Also ich glaube, an der Stelle kann man sagen, dieses Weltenbauen, was du versucht hast, dass Fabius halt möglichst sass rüberkommt, man sieht gerade, es funktioniert. So, dass er Undertaker ist, während er als Spy gesehen wurde. Keine gute Ausgangssituation für Fabius. Was ihn, glaube ich, gut wirken lässt, ist, dass er ein bisschen gezögert hat, ne? Wusstest du, dass ein Investigator dich gesehen hat? Das war ihm neu. Wäre das bei, dann wüsste er das. Ne? Und so, ja, kann ja sein. Aber klar, wie gesagt, das ist die Welt, die ich so ein bisschen bauen wollte für Böse. Sie müssen. Ich glaube, deren Problem ist an der Stelle tatsächlich, sie reden zu viel. Ich glaube, das hätte ein töte den, vergifte den mehr nicht sein sollen. Deswegen, aber ich glaube, dass die Hälfte vom Dorf ist auf jeden Fall auf der Fabius-Seite der Dinge. Gucken wir mal. Hast du noch irgendwelche interessanten Infos sonst? Leider nicht, außer ich war im Drunk Ping und das heißt, der Librarian ist gestorben. Oh ja. Und
Dass Dark Drunken Ping richtig ist, ist nicht so unwahrscheinlich, weil es ist wahrscheinlich nicht gelogen, er wird wahrscheinlich kein Spy sein. Das heißt, wenn er nicht poisoned ist, dann könnte gut sein, dass du oder Julian wirklich drunk sind. Ja, ist möglich. Ich habe von zwei Outsidern bisher gehört, einmal durch den Drunk Ping und einmal noch, weil eine Person mir hart geklemmt hat, dass sie einer von den anderen drei Outsidern ist. Das würde auf den Baron schließen, wenn das beide, also wenn beide stimmen. Dann müssten wir aber noch einen dritten irgendwo finden. Ich hatte dich angelogen. Ah, okay. Weil ich hatte die beiden Infos gehört. Mhm. Bin aber eigentlich der Saint. Aha. Weil ich wollte noch gucken, ob sich irgendwelche anderen Outsider outen. Okay, dann passt es aber, dass wir drei Outsider hätten. Dann passt es mit dem Baron. Ja, das wird dann. Gut. Ich bin übrigens Saint. Okay. Ich bin ehrlich, ne? Der Saint ist viel zu oft böse. Ja, das stimmt. Ja. Und genau. Mhm. Demon-Kandidat aktuell ist für mich Dennis. Ich würde es wahrscheinlich jetzt erstmal aufbewahren, bis du sagst, du hast jemanden, wo du einen großen Verdacht hast, dann schieße ich. Okay, okay. Ich sag's euch. Darf ich schon lösen? Willkommen zurück im Dorf. Wir haben 9 lebende Spieler. 5 Stimmen werden benötigt. Dann würde ich jetzt gerne einmal was sagen. Ich habe gehört, dass Fabius in einem Spy-Ping ist und von mindestens einer Person, dass er sich sehr schwer getan hat, dabei überhaupt Rollen zu äußern und hat dann welche genannt, die irgendwie schon im Game wären. Also ich weiß nicht, ob wir noch eine andere Vermutung haben, aber ich glaube, sonst wäre der Kill nicht schlecht. Fabius? Ja, aber das ist noch keine Anklage. Ja, ich tue mich schwer, Rollen zu äußern, weil ich eventuell eine gute Rolle habe. Jetzt habe ich aber erstmal in dieser Runde überhaupt erfahren, dass es ein Spy-Ping auf mir gibt. Dementsprechend, was ich auch immer ich bin, weiß der Spy vermutlich dann direkt eh. Also, whatever. Good point. Dodo, was warst du denn? Verwirrt. Dodo. Ja, genau. Ich bin ja gerade am Überlegen. Also, ich bin der Empath gewesen. Das heißt, es würde schon sehr viel Wahrscheinlichkeit, oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Spy im Spiel haben, ist sehr, sehr groß. Ich hatte eine 1 in der ersten Nacht. Ich meine, ich kann dazu nicht sagen, wie gesagt, ich bin der Recluse, die 1 macht halt Sinn auf dem Recluse. Ja, ja, da hast du recht. Da hast du so recht. Ja. Dann würde ich ja gerne noch einmal zu ergänzen. Kim hat mir sehr früh am Anfang direkt gesagt, dass er einer der drei Outsider ist. Er hat mir nicht gesagt, welcher er ist, von den drei, die man kennen kann. Aber er hat das, glaube ich, das war sogar die erste. Ich glaube, Kim das war das allererste Gespräch, bevor er überhaupt was davon gehört haben könnte. Also, wenn er nicht selber der Spy ist, der davon wissen kann, dann spricht das einigermaßen noch dafür, dass er wirklich der Recluse ist. Theoretisch gibt es auf jeden Fall einen Fortune-Teller. Nein, hatte ich mal gehört auf Kim. Okay. Die große Frage ist, wir wären tatsächlich zurzeit bei 2 Outsidern. Nein, es gibt noch einen Saint. Okay. Aber der Fortune-Teller sagt ja nur den Demon, nicht den Minion. Ja, aber der Recluse kann als Demon angezeigt werden. Stimmt. Ja. Stimmt. Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, wir haben nach eigenen Aussagen den Recluse einmal da vorne, wir haben nach eigenen Aussagen den Saint und nach Labarian-Infos einen Drunk und das würde bedeuten, wir müssen einen Baron haben. Es sei denn, da haben sich 2 gut abgesprochen. Oder ihr habt 2 Minuten, wenn ihr den Detail. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben einen Recluse, der bringt hier sowieso Unruhe rein. Es ist also pauschal nichts Schlechtes dabei, wenn wir ihn jetzt am Anfang des Games töten. Einmal kurz, wenn wir ein Spy-Game haben und einen Slayer haben. Sollte der Slayer vielleicht jetzt schon schießen, oder? Auf den Saint? Sollten wir das tun? Warum? Also, kannst du das begründen? Naja, wenn wir ein Spy-Game haben, wird der Slayer wahrscheinlich auch sehr früh rausgenommen, oder nicht? Und den Saint haben wir dann wenigstens schon mal als Demon-Kandidaten raus. Sehe ich genauso. Also es wäre halt schade, dass der Slayer sonst einfach in der Nacht stirbt, so. Ja, das wäre echt doof. Da müsste sich aber der Saint auch und das Slayer. Die Frage ist, würde der Demon den Slayer darf töten? Oder würde der Demon eine wichtige Rolle töten? Naja, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann mal. Und bevor er gar nicht zum Schuss kommt. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob wir den Slayer haben. War jetzt nur eine Vermutung, oder? Also wir haben auch noch andere starke Rollen im Spiel.
wenn wir ein Spy haben, könnte ich mir auch vorstellen, also dann weiß der das ja, könnte auch sein, dass er die erst rausnimmt. Hat jemand von etwas von einem Undertaker gehört? Weil, sollten wir einen Undertaker haben, müssen wir nicht unbedingt den Recluse umbringen heute Nacht, sondern für Informationen könnten wir dann da wen anders... Ja, der Einzige, der wohl Undertaker mitgeclaimt hat, ist auch in dem Spy-Ping drin. Ich kann es direkt mal sagen, weil wenn der Spy da ist, dann werde ich eh sterben. Ich bin der Undertaker. Also wir können noch jemand anderen töten, wenn wir wollen. Dann... Zur Not einfach mich, weil mich würde der Demon vermutlich als nächstes killen, oder? Ja. Den Recluse. Das Ding ist halt, der Recluse bei einem Undertaker ist halt auch nicht wirklich. Der Tag endet in 30 Sekunden, wenn ich keine Nominierung höre. Dominik nominiert Kim. Dominik nominiert Kim. Ja. Kim sagt, er ist der Recluse stört, er Fortune Teller, der Recluse stört auch andere Rollen und er ist in dem Ping drin. Einfach um das auszuräumen, würde ich sagen, der Recluse, der muss leider auf den Block. Kim, angeblich störst du wieso? Deine Verteidigung. Ich ja, wie gesagt, ich bin Recluse, ich störe definitive Fähigkeiten. Das Ding ist, wenn ich im Spy-Ping bin und Fabius, ich weiß, dass ich der Recluse bin, dann gehe ich halt auch noch auf das Fabius, der Spy ist. Das heißt, ich bin halt dafür eher Fabius und so. Du warst der andere Spy-Ping. Das wurde eigentlich schon in zwei Runden. Es kann nicht einfach sein, dass der Recluse als Spy bezeichnet wird, beziehungsweise Investigator kann auch. Ich habe eine Anklage gehört, ich habe eine Verteidigung gehört. Abstimmung für Kim. 9 lebende Spieler, ihr benötigt 5 Stimmen. Beginnt bei Toto. Los geht's. Was sagt er? 5 Stimmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stimmen reichen aus. Kim, du kriegst unseren schönen Löffel. Kim auf den Block mit, korrigiert den Fall, 6 Stimmen. 6 Stimmen. 6 Stimmen. Bei der Nominierung. Ich würde Fabius nominieren. Kim nominiert Fabius, bitte. Wie ich in meiner Verteidigung gesagt habe, ich weiß, dass ich Recluse bin, das heißt, wenn es einen Spy-Ping zwischen uns beiden gibt, sehe ich den Spy bei ihm. Er hat auch gerade noch die letzte Stimme gemacht und er hat es noch, also, hat mich quasi noch auf den Block gebracht, vorher war es unklar. Ja, halte ich für sehr verdächtig. Aber der Recluse kann doch als Spy erscheinen. Also, ja, der Recluse kann erscheinen. Ja, Fabius, deine Verteidigung? Ihr könnt mich gerne umbringen. Ich glaube eh, dass ich halt diese Nacht sterbe, weil der Undertaker ist dafür zu stark. So oder so. Also entweder bringt der mich um oder ihr exekutiert mich eher als Kim. Ich sehe jetzt weder das eine oder das andere als Mehrwert. Ist mir im Endeffekt egal. Darfst du ergänzen, wenn du möchtest? Ja, also ich denke nicht, dass der dich jetzt töten wird, weil das wäre halt sehr auffällig. Und du bist ja gerade ein Suspekt und ja, ich mein, dich leben zu lassen. Dementsprechend kriege ich halt auch mehr Informationen. Ich meine, gerne. Ja. Anklage, Verteidigung. Ihr habt 6 Stimmen auf Kim. Ihr benötigt 7 Stimmen, um Fabius auf den Block zu bringen. 6 ist Ausgleich. Beginnt bei Kim. Los geht's. 1. 2. Ich finde den besser. Die Überlegung wäre... Das heißt, 2 Stimmen reicht nicht aus. Okay. Warte, ich würde es gerne jetzt einmal laut. Ich wäre der Meinung jetzt gewesen, dass Fabius der bessere Kill gewesen wäre. Einfach nur aus dem Grund, dass wir mit dem Saint, wir müssten dann noch einen Outsider haben. Und es hat sich niemand anderes geäußert. Es sei denn, unser Librarian hat er gelogen oder war poisoned. Poisoned ist sehr unwahrscheinlich. Gelogen könnte natürlich sein, aber... Dann wäre ich wahrscheinlich aber nicht durch die Virgin gestorben. Ja doch, du könntest dabei sein, aber du wirst nicht im Ping. Deshalb ja, aber dann haben wir einen Saint, es sei denn, der Saint und Kimi haben sich zusammen abgesprochen. Also ich finde es gerade sehr komisch, dass Niki versucht, Kim da runterzuholen. Wollte ich nur mal sagen. Wir nehmen den Kill jetzt auf Kim. Das ist raus. Ja. 30 Sekunden, dann endet er. Ich fände es nur sinnvoll. Also ich hätte den anderen sinnvoll gefunden, aber ich will niemand anderen nominieren. Eine Überlegung wäre, ob wir den Investigator, der im Drunk Ping ist, sofern wir dem Undertaker Vertrauen vom Undertaker uns angucken lassen. Aber vielleicht sieht der Undertaker jetzt ja auch gleich einen Spy. Könnte ja auch sein. Ja, aber wenn der Recluse. Das ist der Recluse, der kann alles sehen. Ja. Okay. Ja. Also den Recluse 9, ist die sinnlose Exekution. Ich nominiere mich. Julian, nominiere dich selber. Erzähl uns warum.
weil ich der Investigator bin und vielleicht ist das, was du sagst, ja, der richtige Weg, dass der Undertaker den Investigator dann auch sehen kann als Token. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, dass deine Info richtig ist. Ja. Willst du jetzt, dass ich praktisch deinen Investigator bestätige? Oder? Ich kann ihn dir auch bestätigen, wenn du willst. Nee, tatsächlich ist das durchaus sinnvoll. Ihr habt sechs Stimmen. Ihr habt sechs Stimmen auf Kim. Ihr benötigt sieben für Julien. Beginnen zwei. Alles angezeigt. Bis jetzt. Eins. Dann brauchen wir jetzt richtig Hände. Zwei. Drei. Vier. Super. Vier Stimmen reichen nicht. Also es wäre in der Hinsicht halt sinnvoll gewesen, weil wenn dann wirklich der Undertaker gewesen wäre, wäre er dann halt gestorben in der Nacht. Wäre er nicht der Undertaker gewesen, wäre er wahrscheinlich am Leben geblieben, hätte dich als Investigator ausgebuddelt, also wäre halt, oder eventuell als Drunk, je nachdem, also es wäre halt bessere Info gewesen, als jetzt halt ein Clues, der alles sein kann. Geht zu Ende. Kim wird exekutiert, Kim stirbt und gibt den Löffel. Das Spiel geht weiter. Gute Nacht. Für mich ein sehr positiver Tag fürs böse Team. Mehr oder weniger. Vielleicht nicht während des Tages, aber definitiv während der Abstimmung. Dennis hat sich für den Saint entschieden. Ich glaube, wäre er einfach komplett unterm Radar gegangen und sich vielleicht einen Mayor-Bluff angenommen hätte, wäre vielleicht weitergekommen. Der Saint hat den Vorteil, das Dorf geht aktuell nicht von einem Poison aus. Mhm. Sie gehen von einer Baron- und Spy-Welt aus. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Schlachtplan. Es war wichtig, dass sie tatsächlich Kim getötet haben und nicht Fabius. Allein deswegen, Fabius, wie gesagt, könnte immer noch ein potenzieller Spy-Kandidat sein, mit dem, was er claimt und jetzt auch offen geclaimt hat. Aber wie gesagt, sie suchen immer noch ein Minion. Also wie gesagt, sie hängen sich fest an einem Spy und letztendlich ist das nicht das Ziel des Spiels. Sie wollen immer noch den Dämon finden. Natürlich haben jetzt schon einige gesagt, ha, Saint und Dennis ist ein Dämon-Kandidat. Das kommt ihnen so ein bisschen entgegen. Niklas hat sich ein bisschen suspekt gemacht, ganz kurz. Wie gesagt, da könnte eventuell auch die Vermutung kommen, da liegt eine Empath 1. Ja. Wie gesagt, das konnten sie ja nie bestätigen. Sie sind erstmal vom Recluse ausgegangen, aber ein Recluse kann auch als gut registrieren, je nachdem, wie der Storyteller sich dafür entscheidet. Das Dorf vor allem hängt sich auch gerade sehr fest, wer gegebenenfalls der Drunk ist und wessen Information falsch sein kann, obwohl diese Person ganz woanders sitzt. Ja. Das könnte auf jeden Fall, also wenn tatsächlich Niklas zum Schuss kommen sollte, dann kommt das auf jeden Fall dem bösen Team entgegen, wenn er zum Beispiel Dennis auswählen sollte, weil da vermutet erstmal das gute Dorf kein Drunk. Ja. Und sie gehen nicht von einem Poison aus in dieser aktuellen Welt. Deswegen könnte das auf jeden Fall positiv sein. Schauen wir mal. Wir gehen in die dritte Nacht. So. Wir wecken Lea, unsere Poisonerin. Lea wählt wieder einmal den Dominik aus. Wie gesagt, sie können sich keine Nacht leisten, wo sie nicht töten. Deswegen war das auf jeden Fall stark an der Stelle. Wir wecken natürlich Dominik und sagen ihm, hey, wen willst du beschützen? Diesmal schaffst du es ganz sicherlich. Er überlegt. Und zögerlich wählt er nach einer Bestätigung wieder Niklas aus, weil Niklas soll ja noch zum Schuss kommen. Als nächstes wecken wir Dennis, unseren Imp, der ein bisschen mehr Informationen hatte als der Tag zuvor. Er wählt den Fortune-Teller aus, unseren Chris, nach ein bisschen Bestätigung hin und her. Wir bestätigen es einmal ein drittes Mal. Wie gesagt, es ist eine Runde, wo es echt wichtig ist, dass die richtige Person getroffen wird. Wenn ich es dann falsch zeige, schwierig. Wir wecken Fabius, unseren Undertaker, und zeigen ihm ein Spy. Also, wie gesagt, nichts anderes erwartet, selbst wenn Kim der Recluse ist. Wie gesagt, die Welt wollte ich aufrechterhalten. Fabius, du hast komplett korrekte Informationen gekriegt. Also, warum beschwerst du dich? Nur weil der Storyteller dich komplett framed? Echt? Also, verstehe ich nicht. Also, wie gesagt, aber das war wahrscheinlich für ihn schon zu erwarten an der Stelle. Guten Morgen.
Ibisdorf. Er trinkt am Boden des kleinen Dorfbrunnens. Chris, gestorben, in der Nacht. 6 Minuten, dann geht's wieder zurück. Von vorne, let's go. Aktuell war ich tatsächlich bei mir gerade als drunk, deswegen. Jetzt bin ich sehr gespannt, Chris. Ich bin auch sehr gespannt. Für jetzt raus? Gehen wir alle? Oder? Okay, ich kann gerne gerade mal eine Info raushauen. Die Möglichkeit ist, dass ich der Drunk war. Ansonsten wäre ich der Fortune-Teller gewesen. Ich habe Nacht 1 Kim und Fabius ausgewählt, habe ein Nein bekommen, was natürlich schon mal komisch ist auf dem Recluse. Nur gut, kann vorkommen. Aber das könnte auch eine Begründung dafür gewesen sein, dass ich drunk bin. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und Lea und Benny und auch ein Nein gehabt. Das ist die Info. Ich will in erster Linie dich was fragen, aber dann. Ja, gehen wir nochmal. Ja. Und was hat unser Undertaker so gekriegt? Wenn du es wissen willst, sie haben Spike. Ich setze mich mal dazu. Gerne. Ich will mir nämlich nicht sagen lassen, dass ich immer noch Spy bin und jetzt irgendwie geheime Absprachen mit meinem Imm treffe. Nee, ich habe Kim als Spy gesehen. Ja, ich werde jetzt hier fröhlich sitzen bleiben, bis ich sterbe. Oder halt weitermachen, sagen wir mal so. Ich glaube, Dennis hat die Situation so ein bisschen verstanden und ich glaube, es ist wichtig für ihn an der Stelle, dass er mehr Zeit mit Fabius verbringt. Wenn Leute davon ausgehen, dass er böse ist, vielleicht mal ein bisschen Zeit mit deinem potenziellen bösen Kumpan verbringen. Deshalb, ich finde auch, Fabius flüchtet da gerade sehr und weil er auch so, ja, Benny, komm gerne her, komm gerne zu uns, ich will nichts Hass wirken. Beschützt mich. Sorry, Fabius, aber ja, your fate is set. Willkommen. So. Eigentlich will ich nur fragen, habt ihr irgendwas, was für euch Fabius quasi confirmt oder was ihn für euch gut macht? Nein. Weil ich habe halt, wie gesagt, für mich ist er halt definitiv der Spy mit dem Ping und der Recluse macht für mich halt keinen Sinn. Und irgendwie kann mir halt niemand was sagen, dass der wirklich gut wäre. Naja, aber er könnte ja als, der Spy-Ping könnte ja du als Recluse ausgelöst haben. Das heißt nicht, dass... Ah, du meinst, ich habe den quasi ausgelöst, nicht er muss per se der Spy sein, sondern genau, dass der Ping komplett überhaupt auf... Aber dass er jetzt gerade nicht gestorben ist, ist entweder Sass oder der Demon wollte halt Fabius Sass machen und hatte deshalb jetzt nicht getötet. Hi. Hi. Willst du jetzt mit mir reden? Ja. Oder bin ich immer noch böse? Wen hast du gesehen? Ein Spy. Das war klar. Ja, das habe ich gedacht. Ich glaube wirklich, dass er das Spy war. Ich glaube wirklich, dass er das Spy war. Ich habe das reingebracht, dass du so am Struggeln warst am Anfang. Weil du dir wahnsinnig schwer getan hast. Ich meine, ja, wenn du wirklich der Undertaker bist, würde ich am Anfang auch echt strugglen. Aber auf mich hast du am Anfang den Eindruck gemacht mit, ja, du hast einen Blatt oder nicht. Nee, ja, das habe ich mir auch gedacht, aber es ist halt wirklich, ich will halt auch nicht den Undertaker claimen. Verstehe ich. Ich habe es dann trotzdem irgendwie gemacht in der Dreierkombination, aber... Verstehe ich, aber das, du stirbst nächste Nacht. Ja, vermutlich. Bei mir ist es aktuell... Oder nie, weil ich noch als Sass empfunden werde. Oder nie. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich wollte eigentlich nur kurz wissen, wen du geschützt hast. Niklas. Ich hätte ernsthaft überlegt, ob ich. Also eigentlich wäre es so, wenn. Ich dachte halt, dass Chris der Tavernenkeeper ist. Ich hätte mir auch gefragt, willst du noch sterben? Ja. Okay. Ich dachte, dann wäre es bescheuert, wenn ich ihn schütze. Das wäre genau falsch. Aber das hab ich, deswegen habe ich dir doch eben gesagt, so, er ist Fortune Teller. Ja. Chris behauptet zumindest. Ja. Ja, aber ich dachte mir so, klar, wenn er Ravenkeeper ist, wird er natürlich jedem sagen, dass er Fortune Teller ist. Aber passt, der Virgin passt, doch nicht. Das passt ja natürlich. Der Virgin nicht. Scheiße. Ja, das schneidet doch raus. Dominik sagt, er ist der Monk. Okay, okay. Der bis jetzt noch keinen geschützt hat? Hast du mir nicht gesagt, dass du sterben willst, dass ich dich beschützt.
dachte, ich falsch kenne, Enttäuschung und damit zu lachen. Natürlich habe ich halt auch gedacht, so, hey, du bist gestorben. Aber es hat mich erst gefreut, weil ich dachte, jetzt kriegen wir eine Info. Ja, ich dachte auch, du hast mir auch gedacht. Ich habe es jedem gesagt, Katja war die Einzige. Ich habe jedem gesagt, Ravenkeeper und ansonsten. Ja. Gesagt, das war total, ne? Doro sagt ja noch, dass also Lea, Kim und Dennis haben sehr viel miteinander gequatscht. Lea, Kim und Dennis? Ja, haben sehr viel miteinander gequatscht, stimmt auch. Reines Social. Reines Social. Ja? Lea. Das Gute ist, dass wir, also ich sage dir immer noch, ich bin genau dieser Meinung. Ich glaube, dass sie jetzt gerade den Spy geopfert haben. Ich glaube definitiv, dass sie jetzt gerade Kim geopfert haben, Lea und Dennis. Ich habe gerade mit Julian nochmal geredet und wir haben gerade die Vermutung, er ist ein bisschen sus auf Lea, einfach nur vom Social her, wie sie sich verhält. Nicht der Einzige? Okay. Ich weiß das nicht genau, aber wissen wir über Lea? Ich glaube, dass Lea zu der Böse ist. Ich weiß es nicht ganz genau, was. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Das ist meine Rolle. Okay. Dann wäre das böse Team für mich aktuell Lea, Dennis, Lea und Kim. Ja. Ich muss sagen, jetzt sind halt zwei starke Inforollen raus bei einem potenziellen Spy-Game. Mhm. Wenn es Lea jetzt nicht schießt, ist der sehr sass für mich. Ja. Ich finde die Move, dass das Lea auf den. Ich würde auf Dennis. Dennis schießt gar nicht schlecht. Ich finde die Idee total gut, aber wen haben wir denn Slayer? Wenn du wirklich Slayer bist, solltest du schießen. Ich glaube auch. Ich glaube, jetzt, wo der Fortune Teller anscheinend raus ist, soll er schießen. Wir haben jetzt keine Partner und kein Fortune Teller. Wir haben einen Undertaker, der vielleicht gelogen sein könnte. Ja, aber auf jeden Fall ist der öffentlich. Ich glaube auch, ich werde jetzt gleich mit Kathi, also Kathi weiß, dass ich der Slayer bin. Mhm, ich werde jetzt gleich mit Kathi mal sprechen und dann werde ich schießen, denke ich. Ich denke mal auf den Sand, ne? War der Überlegung. Ich würde gleich gerne auf Dennis schießen. Dann lass uns Niklas doch die Erlaubnis geben zu schießen. Ich möchte nur mal kurz anmerken, wir sind uns alle so einig, dass Niklas jetzt auf Dennis schießen soll, dass das die einzig richtige Option ist. Niklas kann gar nicht drunk sein, was soll schon passieren? Und wir sind uns alle so, so einig. Wann ist sich ein Dorf über irgendwas so einig? Es ist die Welt, die Böse auf jeden Fall am meisten beschützt. Sie haben sich ein bisschen geoutet, indem sie viel miteinander gesprochen haben. Aber wenn die Welt ist, ihr habt einen Baron, ihr habt einen Spy, wo ist dann der Poisoner? Und der Drunk wurde ganz woanders gesehen. Also der kann ja auch nicht vergiftet worden Niklas sein. Das kann nicht vergiftet sein. Das hat ja sogar der Librarian, der den Drunk gesehen hat, ihm ins Gesicht gesagt. Genau. Und er sitzt neben einer Impart 1. Das ist gelöst. Nehmen wir als nächstes in Lea oder? Bei euch so. Besser als bei dir. Ich versuche halt immer noch zu gucken, irgendwie versuchen, dass Niklas auf mich schießt. Mhm. Weil wenn der ist ja der Drunk, das heißt, das wird auf jeden Fall nicht hinhauen. Dann kann ich mich zumindest als Sane, nicht als Dämon bestätigen. Mhm. Ja. Dann kommen wir. Willkommen zurück, liebes Dorf. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ihr kriegt ein Minütchen oder zwei. Dann Nominierung, bitte. Sollen wir das direkt machen? Ja. Ja. Okay. Ich claim es Lea und ich schieße auf Dennis. Ich schieße mit der Armbrust auf Dennis. Niklas claims Lea. Schieß auf Dennis. Dein Waffenwahl ist offensichtlich. Ja. Alter, verfehlst. Ich bin geschützt. Mein heiliger Schild. So vorbei sein können. Wir hätten so schön gewinnen können in dem Moment. Es sind Momente, wo man als Spielleiter sagt, ja, das Spiel geht doch noch ein Ründchen oder zwei länger. Ja. Schön, schön. Danke, Niklas. Bist der Beste, Niki. Dann die andere Person, die wir vermutet haben? Ja. Willst du nochmal schießen? Nein, nein. Aber die Person könnte nachladen, weitermachen. Es ist eine Deputierarmbrust. Es gibt ja immer noch eine Welt, wo der Recluse als nicht, also als gut angezeigt wird und die Empathen 1 auf Niki ist, ne? Ja, ich bin auch bereit zu sterben jetzt, deshalb, ich weiß nicht, was sinnvoller ist. Aber sonst... Warte, ich habe noch eine Frage. Fabius, was hast du gesehen heute Nacht? Ich habe einen Spy gesehen. Oh, Wunder. Ja, für guter Sinn, das würde ich wahrscheinlich sagen. Okay, Wunder. Ich meine, ich hätte ja Drunk oder sowas sagen können, aber nein, es ist, ich habe schon einen Spy gesehen. Drunk Recluse und Kind.
Ich habe meine Brille nicht auf. Er hat gar nichts gesehen. Du, ich spüre es. Ich bin der Sohn. Ja, zwei Minuten. Letter. Naja, wenn es Dennis nicht war. Dennis hat sehr viel mit Lea gesprochen. Wollen wir Lea mal vielleicht? Kathi nominiert Lea. Kathi nominiert Lea, bitte. Viele andere Informationen passen zusammen. Du hast leider eine Rolle, wenn die stimmt, dass du die hast, dass du sich gerade nicht selbst bestätigen kannst. Und allein social-mäßig finde ich dich gerade sonst. Also, darf ich mich verteidigen? Nein. Wer darf sich verteidigen? Ja, ich habe recht viel mit Dennis gesprochen. Ich hatte aber auch recht viel mit Fabius gesprochen. Ich habe halt mit allen möglichen Leuten gesprochen. Also, ich meine, gut, wenn das Sass ist, meinetwegen. Klar, meine Rolle ist halt sinnvoller, wenn man mich nicht sofort killt, aber wenn es euch glücklich macht, dann macht's halt. Also, ist nicht spielentscheidend. Okay. Mich wird's glücklich machen. Okay. So. 7 lebende Spiele. Ihr benötigt 4 Stimmen, um Lea auf den Block zu kriegen. Beginnt bei Fabius. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Über welche Rolle reden wir denn hier überhaupt? 5 Stimmen reichen aus. Ja. Den Block. Weitere Nominierung. Ich nominiere Niklas. Lea nominiert Niklas. Bitte. Niklas hat seine Rolle halt jetzt eh ausgedient. Irgendwas in die Richtung wurde auch eben erzählt, dass der Fortune Teller auch unter anderem auf ihn gegangen ist. Soweit ich weiß, war der Fortune Teller bei mir auch auf einer 9. Nee, der Empath hatte eine 1. Und du sitzt ja neben Dodo. Ja. Genau. Ja, also irgendwie sowas. Nee, aber der Fortune Teller hatte trotzdem 9 auf mich. Gut, ich bin nicht confirmed. Ich würde sehr ungern sterben. Ich hatte Katrin meine Rolle gesagt, ich hatte Niki meine Rolle gesagt. Sie glauben mir anscheinend nicht, aber wie gesagt, ich fände es halt sinnvoller, wenn ich nicht sterbe. Aber gut. Ich bin eigentlich damit fein zu sterben, einfach nur wegen deinem Paten eins, damit die Leute da nicht später noch den Verdacht haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass Lea der Imp ist und jetzt weiterspringt, ist das Problem. Also das Ding ist, Lea und wir gehen davon aus, dass Lea mit Dennis zusammen wäre. Und wenn Lea jetzt weiterspringen müssten wir bei Dennis das riskieren, ob er der Saint ist. Bei mir wird es wahrscheinlich woanders hingehen. Deshalb wäre es mir lieber, wenn wir erst Lea killen und dann mich. Damit du springen kannst. Ja, yeah, das ist auch funktioniert, aber ich finde halt, wenn wir auf Dennis, dann müssen wir halt eine 50-50 bei Dennis eingehen. Ich bin der Meinung, das wäre so rum besser, aber ich verstehe auch, wenn ihr mich killen wollt. Ihr habt 5 Stimmen auf Lea. Ihr benötigt 6 Stimmen, um Niklas auf den Block zu kriegen. Wir gehen bei Julian. Los geht's. 1. Auf die Freundschaft. Oh, wir haben es auch nachher noch in die Augen gucken können. Eine Stimme reicht leider nicht aus. Lea, weiterhin auf dem Block. Eine Minute, dann ich meine, es spricht auch nichts dagegen, dass Dennis eine Scarlet Woman ist. So. Bin ich auch nicht. Ja. Wenn du das sagen. Ja. Genau, ja, ich bin ja ein ehrlicher Mensch, ich sag sowas natürlich. Aber das Ding ist, auf Leas Rolle kennt jetzt noch nicht alle und dann könnte der Undertaker sie ja bestätigen. Ich hoffe. Kennt mich was anderes. So oder so, ja. Wenn der Undertaker mysteriöserweise noch eine Nacht überlebt. Aber krieg ich nicht trotzdem noch die 30 Sekunden? Nee, wenn du stirbst, dann nicht. Ah, bitter. Deshalb stirb nicht. Ich gebe mein Bestes. Also renn einfach schneller. Ich gehe einfach schon mal ein paar Treffer vor. 10 Sekunden. Das soll schon was passen. 5, 4, 3, 2, 1. Der Tag geht zu Ende. Lea wird exekutiert. Lea stirbt und gibt den Löffel ab. Das Spiel geht weiter. Wir kommen Nacht 4 mit noch einer bösen Person am Leben. Das ist so etwas, was an mir komplett vorbeigegangen ist. Ich glaube, Lea hat sich in erster Linie durch ihre Gespräche dann suspekt gemacht. Mhm.
Social kann ich an der einen oder anderen Stelle ebenfalls verstehen, dass sie sich vielleicht suspekt gemacht hat. Wichtig ist, sie haben jetzt ihren Poisoner verloren. Das Gespräch mit Dennis verlief halt so, dass sie in erster Linie den Fabius vergiften sollte. Das wäre sehr stark gewesen. Ich hätte gegebenenfalls eine Welt bauen können, wo einer der starken Rollen oder gegebenenfalls Niklas sogar als was anderes gezeigt wird und nicht den Slayer. Gut. Das, was für Bösegrad zählt, Niklas lebt noch. Das ist so das Stärkste, was sie gerade noch haben. Warum ist das das Stärkste fürs böse Team gerade noch? Die Empath 1, ein Slayer, der nicht ein Slayer sein muss. Es ist ein typischer Bluff gegebenenfalls, um deinen Dämon zu beschützen. Ich lasse natürlich ein bisschen Zeit. Ich will nicht direkt bestätigen, dass der Poisoner verloren wurde. Wir wecken Dominik, unseren Monk, der tatsächlich zum ersten Mal nicht vergiftet ist und tatsächlich wen beschützen kann. Sehr gut. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird es extrem schwierig für Dennis. Dennis muss gucken, wer potenziell beschützt ist und wer nicht. Gute Ziele sind auf jeden Fall, du bist ein gutes Ziel als bestätigte Virgin, weil irgendwann wirst du wahrscheinlich sterben müssen. Leider, das ist eine Runde, wo Bösen nicht viel Wahl hat, tatsächlich. Mhm. Die müssen die starken Rollen rauskriegen oder gegebenenfalls eine starke Rolle am Leben lassen, um sie suspekt das stehen zu lassen. Wir wecken auf jeden Fall Dominik. Und Dominik wählt interessanterweise den Fabius. Finde ich interessant, warum er Fabius gewählt hat. Vielleicht geht er erstmal davon aus, er ist Undertaker und möchte, dass er korrekte Informationen bekommt auf die Lea. Wie gesagt, ganz die Begründung weiß ich nicht. Ich hätte an der Stelle wahrscheinlich dich gewählt. Weil, wie gesagt, der Killer auf dich wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Mhm. Als nächstes wecken wir Dennis, unseren Imp, der natürlich jetzt eine schwierige Aufgabe hat. Und er wählt interessanterweise den Niklas. Okay, Dennis möchte wahrscheinlich da eine Imp darstellen, der gesprungen ist, wie es am Tag im Dorf erwähnt wurde. Mhm. Das Problem bei der Welt, lieber Dennis, ist, das Dorf geht von einer Baron und einer Spy-Welt aus, gehe ich jetzt erstmal an. Skull Woman kann natürlich übersetzen, ganz klar. Aber ein Slayer hat gerade auf ihn geschossen. Dann ist Dennis höchstens ein Minion oder im schlimmsten Fall der Saint. Aber wenn Dennis quasi einen Imp darstellt, der sich selber getötet hat, um zu springen, könnte Dennis jetzt der Dämon sein. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihm das entgegenkommt. Aber ich vermute mal, er wird schon seine Begründung haben. Ich glaube, diese Nacht hätte er tatsächlich den Monk wegkriegen müssen, weil der wird ihm nur noch Probleme machen in der letzten Nacht, weil er raten muss, wen er beschützt und wen nicht. Ich dachte, dass halt deshalb er Niklas umgebracht hat, weil das am unwahrscheinlichsten war, dass der vom Monk beschützt wird. Aber einfach den Monk rauszuhieten, wäre ja eine Option gewesen. Genau, also der Monk wäre für mich an dieser Stelle, glaube ich, der sichere Kill gewesen. Niklas hat immer noch die Empath 1 auf sich. Mhm. Wie gesagt, natürlich eine sehr schwierige Runde, jetzt da rauszukommen und auch die Überzeugung zu bringen als Rolle, die dann keine Informationen hat oder die bisher noch nicht bestätigt wurde. Zum Schluss wecken wir natürlich Fabius, der auch... Naja, Fabius, du hast immer korrekte Informationen bekommen. Ich weiß nicht, ob du beschwerst hast, aber wir zeigen Fabius den Poisoner. Das ist, glaube ich, so einer der stärksten Informationen, gerade fürs gute Dorf, wenn das gute Dorf Fabius vertraut. Das ist die größte Sache, weil es bestätigt einfach das, was viele Leute von Anfang an schon gesagt haben. Dennis, Lea und Kim, die sehr viel miteinander gesprochen haben. Was im Beispiel logisch ist. Aber sie sind noch nie von einem Poison ausgegangen. Das heißt, gucken wir, was damit angestellt wird. Ihr habt keine weiteren Rollen, die geweckt werden. Das heißt, wir gehen in Tag 5. Aua, ich werde sie rausgeschmissen. Ich habe Erde im Ohr. In vier geteilt von einer scheinbar etwas stumpfen Sense in der Nacht. Niklas. Oh nein, jetzt klingt so, als wäre ich gesprungen. Ich werde den Tag ein bisschen kürzer ziehen, 5 bis maximal 6 Minuten, dann geht's. Fabius hat er, glaube ich, als erstes mit Kopie reden, oder? Kann ich machen. Ich kann nicht mal reden.
Willst du nicht öffentlich was sagen? Ich sterbe dann. Lass es ihn erstmal mit Quartier absprechen. Ich träume nicht, dass du noch lebst. Nee. Ja, meine Information ist auch wild. Ja, jetzt sieht es aus, als hätte ich gesprungen. Nicht die mithören? Nee, für mich nicht. Ich habe einen Poisoner gesehen. Und das war wild, weil über Poisoner haben wir bis jetzt im Spiel noch gar nicht nachgedacht. Na klar. Gab es Poisoner mal irgendwo eine Möglichkeit, dass es den... wenn wir nur einen Outsider haben, haben wir keinen Baron, einen Poisoner und zwei. Theoretisch wäre das möglich, oder nicht? Ich dachte, wir hätten jetzt das Scarlet-Safe so. Du bist böse, mit dir reden wir nicht mehr. Aua. Glauben wir, die Frage ist, glauben wir Saint oder glauben wir ihm nicht? Aber Dennis kann ja anscheinend nicht der Dämon sein. Weil du echt auch echt Sass-Spiel machst. So. Ja, tut mir leid. Also Undertaker, ich finde Undertaker, weil das ist eh jetzt raus, das war auch ganz schön. Ich stehe halt nicht darum, wir haben vielleicht so viel Trust in Fabius gesetzt wird, obwohl er am Anfang... Ich traue Fabius gar nicht. Nee. Warum Fabius jetzt halt wieder raus ist aus dem Spy-Ping und er ist es nicht. Also, keine Ahnung, irgendwie war er halt erst Sass und jetzt wird halt vertrauen ihm halt alle. Ne? Also ich meine, vielleicht habt ihr eure Gründe, okay, aber das ist für mich jetzt halt so ein bisschen die Frage. Aber ich finde das gerade vertrauenswürdiger, als hättest du gesagt, ja, Leo, Lea war Meyer. Leo. Hat sie Meyer geclaimed? Ja. Ja. Okay, ja, wusste ich zum Beispiel nicht, also... Aber mir sagt als niemand Böser, was. Seit der ersten Runde sagt er nichts. Eigentlich besser gewesen, er hätte gesagt, er ist mehr. Das weißt du, ne? Ja. Ich frage mich gerade, wenn ihr davon ausgeht, ich wäre gesprungen. Auf wen wäre ich eurer Meinung nach gesprungen? Fabius. Fabius, echt? Ich glaube, Fabius wäre halt zu Sass dafür. Ja, okay. Ich habe halt vorhin, wollte ich ja ihn unbedingt rausschmeißen. Weißt du, irgendwer, was Dominik ist? Ich bin potenziell verdächtig, weil ich habe nichts. Zwischen Dennis, kann nichts beweisen. Also ich werde Dominiks Rolle nicht sagen. Nee, also musst du nicht, aber du weißt ja... Er kann sich auch nicht bestätigen und das ist ihm bewusst. Mhm. Also es ist gut von Lea, dass sie halt Dominik in den Raum wirft. Nur als jemand, der vielleicht schon als böse gesehen wird, könnte man auch vielleicht gegen Dennis sprechen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt Lea aktiv gegen Dennis feuern würde, würde genauso das Dorf sagen, ach guck, das ist jetzt wieder so ein Play, dass sie ihren Imp... Ja, natürlich. Also du kannst es nicht richtig machen, glaube ich. Nee, genau. Du musst etwas probieren und dann das durchziehen. Es ist interessant tatsächlich, dass niemand wirklich suspekt war auf Dominik. Das wurde einfach, glaube ich, so ein bisschen akzeptiert bisher. Also ich kann halt sagen, mir haben ja alle vertraut und dadurch, dass er mir am ersten Tag seine Rolle gehardclaimed hat, klar, da gab es auch keine Begründung für, aber wenn die Virgin niemandem vertraut, dann ist das halt schon mal ein guter Punkt für einen. So. Ja, auf jeden Fall. Wir vertrauen Fabius nicht wirklich, aber die Info, die er gerade gedroppt hat, war so interessant, dass wir nicht glauben, dass sie... ausgedacht ist. Okay. Also ich finde, der Poisoner kommt irgendwie aus dem linken Mittelfeld gerade so von irgendwie angeschossen von irgendwo. Ja, pass auf. Du bist jetzt für nicht gestorben, weil du Poison bist die ganze Zeit. Das kann sein. Aber dann hätten wir keinen Spy. Aber also es klingt für mich sehr nach Spy-Welt. Empath und Fortune Teller Kill. Ja, die Frage ist, ob ich wirklich Fortune Teller bin. Es spricht halt doch ein bisschen was dafür, ich könnte doch der Drunk sein. Also in der Lea-Welt müsste ich sogar der Drunk sein, weil ich dann ja theoretisch auf dem Recluse und auf dem Imp einen Nein bekommen hätte. Alternativ müsste ich gepoisoned worden sein, wenn wir in dieser Welt wären, dass Lea Imp ist. Keine Ahnung. Es könnte wild sein, wenn Kim... den Recluse als Spy blufft oder irgendwie und Dennis blufft mit dem Saint. Ach, Kim, Recluse. Das ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Was hast du gesehen heute? Okay. Und ich habe mich gerade mit der Virgin unterhalten. Und wir haben die Theorie aufgestellt, dass eventuell du gepoisoned warst. Mit dem Schuss. Ja. Aber es gibt auch die Theorie, dass ich von Anfang an gepoisoned bin und einfach nur noch Quatsch sehe. Ja. Und jetzt als Quatsch erzählender Undertaker, der irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes ist, die gegen renne. Aber letztendlich, wir könnten noch vorher ihn rausnehmen, weil das ist so wild, ne? Ich das hast du den? Ja. Glaube ich auch nicht. Nein. Ich glaube, mit Lea haben wir einen ziemlich stabilen Kill gehabt. Also ich glaube, wir sind von der Theorie runter, dass es einen Baron gibt. Es muss von denen hier muss Vince, auf jeden Fall mehr. Wenn es kein Baron gibt, dann ist es Dennis. Dennis kann ja nicht Dämon sein. Und dann ist es egal, was es ist. Ich glaube, er ist es. Ich würde sagen. Es ist ein harter Gamble. Es ist schon hart, ja. Vertraust du mir? Willkommen zurück. So, lass mich mal sehen. Wir haben 5 Millionen Spieler. Vermutlich von letzter Tag. Ihr dürft
dürft gerne schon loslegen. Nominierung, Anklagen, Alarm. Wie steht ihr dazu zu Dominik und Julian? Weil wenn die beiden raus wären, dann könnten wir da einfach die beiden nach und nach exekutieren. Ja, so viel nimmt man nicht mehr, wir hätten noch 5, ne? Ja, ja, wir hätten noch 2 Exekutionen. Also es würde passen, aber dafür müssen wir uns sicher sein, dass ihr beiden gut seid. Also ich kann sagen, dass Dominik direkt am ersten Tag zu mir gekommen ist und mir seine Rolle gesagt hat. Aber eine Bestätigung haben wir nicht. Okay. Ich kann es nicht bestätigen. Naja, die Frage ist nach wie vor, sind wir in der Baronwelt oder sind wir nicht in der Baronwelt, in einer Nicht-Baronwelt? Ja, müssten ja wahrscheinlich sogar der Saint und der Recluse gefaked sein, oder, also da müssten ja 2 Außenseiter gefaked sein. Entweder das oder wir haben tatsächlich keinen Drunk in der Librarian erzählt, Müll. Ja, aber wir haben standardmäßig einen Outsider, also dann hätten wir immer noch einen zu viel. Ja, dann müsste einer von uns beiden halt fake sein, ne? Wenn der Librarian Müll erzählen würde, dann müsste er aber, also zumindest wenn er böse ist, müsste er der Spy sein, zwangsweise. Oder Poisoned muss nicht zwangsweise. Ja, ja, wenn du böse bist. Achso. Fake Librarian kann einfach irgendwem sagen, dass er drunk ist. Aber ich wurde von der Wirtschaft. Er wurde die Erde exekutiert. Achso, ja, stimmt. Ja. Was wurde denn gesehen von so einem Undertaker? Der Undertaker hat einen Poisoner gesehen. Ja, das stimmt. Die Überlegung war jetzt halt, ob ich gepoisoned war mit dem Schuss. Aber es ist halt ein echt risky Play, jetzt den Zane zu killen. Nominierung bitte. Ihr vertraut ihm halt die ganze Zeit, also er ist halt genauso viel confirmed, wie ich es war, also you do you, aber ja, er war halt von Anfang an sass, ne? Also Lea hat mir auf jeden Fall eben unter 4 Augen gesagt, dass sie von 3 Rollen, die Niklas geclaimed hat, denkt, dass er Slayer ist. Ich hatte 3 Rollen gesagt und Niklas meinte, ich bin auch einer dieser 3 Rollen. Okay. Und ich habe dann gesagt, gut, ich bin Mayor, also kann ich ja jetzt auch offen sagen. Und er hat mir dann den Slayer gesagt, also er hat mir den Hasen geclaimed, so. Deswegen, okay. Das war nicht geraten. Okay. 2 Minuten habt ihr. Okay, in einer Welt, in der der Fortune Teller der Drunk ist, dann hätten wir quasi nur einen Empathen gehabt und einen Undertaker. Also, wo sind dann die Inforollen? Wo sind die Inforollen überall? Lieber Chris, ihr hattet nur Inforollen. Aber. Ihr hattet nur Inforollen, Chris. Das tut mir leid. Wenn wir einen Drunk Fortune Teller hätten. Hätten wir dann nur einen Empathen gehabt? Ist das eine Welt? Ein Empathen und wir hätten 2 Starten vor Rollen. Ja, das ist ein bisschen arg wenig, ne? Wann wird denn der Empathen wach? Wird der später vor dem Poisoner wach? Nee, der Poisoner wird ziemlich am Anfang. Der ist quasi der Erste, der Poisoner, der wach wird. Das heißt, es könnte tatsächlich auch von mir am Anfang eine falsche. Ja, aber das ist super unwahrscheinlich, weil entweder haben wir dann Bösen oder den Recluse sitzen. In beiden Fällen würdest du die 1 kriegen. Wahrscheinlich. Beim Recluse nicht 100%, aber das Einzige, was denken könnte, dass du sonst eine 2 bekommen hättest und Kim und ich beide böse wären. Das würde funktionieren. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so realistisch. Das Ding ist halt, ich bin am Überlegen. Bei mir sind es momentan Fabius, der eventuell als Spy dann halt, wenn Niki gesprungen ist, auf ihn gesprungen ist. Oder Dominik, von dem ich halt momentan noch gar nichts weiß. Ich habe auch noch gar nicht erzählt, was ich bin. Ja. Das ist rein Social. Ich habe nichts für mich zu beweisen und. Ja, das Problem ist, der Rest ergibt keinen Sinn. Ich weiß von mir, dass ich Saint bin, Kathi ist bestätigt und, ja gut, Julian könnte es auch noch sein, aber. Wäre halt ein richtig mieser Bluff. Nur kurz Vorschlag, ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten, wie wir es machen. Entweder wenn wir sagen, dass es von Fabius und Dennis einer sein muss, dann sollten wir erst Fabius und Dennis killen einfach. Oder wenn wir sagen, wir wissen es nicht sicher, ob vielleicht einer von den beiden der Böse ist, dann könnten von wir jetzt auch... beiden? Ja. Nein, von dir und von Julian. Ach so, okay. Das meinte ich jetzt. Dann wäre auch noch die Möglichkeit, dass wir einfach den Demon die nächsten 2 Nächte jemanden killen lassen, weil einer der Kills wird Cathy sein. Das ist der vorletzte Tag. Nein. Genau, das wäre nur noch eine letzte Exekution. Nein, wir haben nur noch 2 Exekutionen und davon eine wegzugeben. Das ist nur für den Fall, wenn wir uns da unsicher sind. Letzte Chance von mir. Irgendjemand muss jetzt Exekution fallen lassen. Okay. Ich nominiere einfach Fabius. Dennis nominiert Fabius. Ja, also zum einen noch ganz am Anfang wegen dem Spy-Ping. Und momentan besteht ja noch die Welt, dass der Empath eventuell bei Murray Clues nichts gesehen hat und dementsprechend bei Niki, der dann Niklas, der entsprechend gesprungen ist. Ich mich? Ja. Und seine Infos, die er bisher hatte, waren Recluse,
also beziehungsweise den Spy durch den Investigator-Ping weitere Clues und einen Poisoner, den man so jetzt auch erstmal nicht bestätigen kann, aber den man auch nicht verneinen kann, also momentan mein Best Guest. Fabius, ist deine Verteidigung? Nö, ich bin ein guter Kill, alles gut. Okay. Hättest du irgendwas anderes sagen können? Meine Fresse! Ja, also, was soll ich denn sagen? Ich bin nicht der Imp, also tötet mich. Besser mich, dann habt ihr mich raus. Und dann tötet ihr das nächste Mal entweder ihn oder Dominik oder für wen ihr euch entscheidet. Aber 5 lebende Spieler, ihr benötigt 3 Stimmen für Fabius. Wir gehen gleich hin. Kim Storm Stimme. Was geht's hier bei dich? Okay. Ich sehe das auch nicht. 1. Eine Stimme reicht nicht aus. Gut. Also Dominik, du hast. Nur Kathi deine Rolle verraten jetzt. Einige anderen Toten auch, aber ich kann es nicht beweisen, das ist das Problem. Okay. Wie wär's denn mit dem Investigator? Was ist, wenn ich dich jetzt nominiere und dann dich ausprobieren? Aber ich könnte noch vorgetötet werden. Ich verstehe es nicht. Also, ich habe viel, viel Erfahrung mit euch als Spieler. Und in allen anderen Spielen wärt ihr so suspekt auf jemand wie Dominik. Nein, kann mich nicht bestätigen. Nur eine Person weiß. Ich kann dazu nichts sagen. Mehr möchte ich nicht sagen. Das ist erstaunlich. Also, es kommt gut natürlich extrem entgegen, aber dass da nicht ein Zweifel ist. Ich glaube, das war nur Sascha. Ich glaube, du kannst gut überzeugen. Ich glaube, es war einfach Sascha, weil Dominik hat nicht viel mit den Leuten gesprochen, die ganze Zeit sus waren, sondern auch viel irgendwie. Ja, gut, Infos selber hat es zwar nicht rausgehauen, aber irgendwie einfach gut gespielt. Dominik kann mittlerweile auch extrem gut böse spielen. Er ist in seinem. Das ist ja Quatsch. In seinem Lügen, Dominik. Wie wär's mit dem Investigator, der vielleicht noch fragwürdig sein könnte? Ja, Julian, ich habe auch ein bisschen an dich gedacht. Ich nehme nämlich. Julian, hat was gegen sich selber. Bitte erzähl uns diesmal. Ich habe einen Drang zu sterben, wie immer. Ich liebe das, einfach abgemetzelt zu werden vom Dorf und. Tötet mich. Tötet den weißen Otter. Eine weitere Inspiration ist hier sitzen. Von Film Spieler. Weiterhin 3 Stimmen notwendig. Diesmal für Julian. Was geht's? 1, 2, 3. Julian tippen müssen, glaube ich. 3 Stimmen reichen aus. Julian, Block. Ich brauche einen Daumen. Weiter Dominik. Ja, also die Einzigen, die nicht aktiv sterben wollen, sind Dominik und Dennis. 10 Sekunden. Ja, wenn die Wolke nimmt, ja noch, aber es. Mir ist es egal, ob ich sterbe, aber Exekution wäre ungünstig. Julians Wiedersehen. Der Dämon kann mich gerne holen. Irgendwie Grund zur Annahme, dass Dominik vertrauenswürdig ist. Der Tag geht zu Ende. Julian wird exekutiert. Julian stirbt. Und gibt den Löffel ab. Liebes Dorf, Spiel geht weiter. Gute Nacht. Interessante Runde. Ein paar Kleinigkeiten. Also, wie wir es eben angerissen haben, es ist erstaunlich, dass Dominik einfach als gut abgestempelt wird. Wenn es social war, klar, dann kann man das vollkommen verstehen. Aber hast du gehört, dass Dominik gesagt hat, willst du dich selber nominieren? In Richtung Julian. Also diese Laus noch mal ins Ohr gesetzt. Wie gesagt, ich persönlich wäre, glaube ich, so ein bisschen darauf eingegangen. Ist nicht mehr einfach zu sagen von der Zuschauertribüne, aber ich glaube, Julian hat sich ein bisschen selber nominiert, auch weil es ihm vorgeschlagen wurde. Ja, und ich meine, ich habe auch dafür gestimmt. Ich kann mich davon jetzt nicht lossprechen, aber so, es war so dieses, wir waren alle nicht glücklich damit, dass wir es getan haben, aber irgendwie so. Irgendwas muss man ja machen, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Also ich glaube, viel, was böse in diesem Spiel auch entgegenkam, war das Stimmverhalten von dem Dorf. Hm. Das heißt, Niklas hat es eigentlich richtig kommentiert. Ihr habt 2 Exekutionen und die 2 Suspektesten, wie gesagt, Fabius und Dennis. Man hätte tatsächlich einen nach anderen exekutieren können. Julian war am wenigsten suspekt von, also außer mir wegen Virgin, aber alle anderen, also von allen anderen war er am wenigsten suspekt und wir haben ihn hingerichtet, das war nicht clever. Interessant wird es jetzt tatsächlich, was Fabius mit seiner Information macht. Fabius wird, sofern er lebt, wovon ich erstmal ausgehe,
einen korrekten Investigator sehen. Das heißt, wenn sie tatsächlich den Drunk-Token beim Chris platzieren, könnte man vielleicht vermuten, dass man falsche Informationen gegeben hat auf ihn und oder Kim, mhm. was natürlich gegen ihn feuert. Das ist die Frage, wenn er Informationen kriegt, was er damit anstellt. Wir beginnen die Nacht auf jeden Fall unseren Monk zu wecken. Ich lasse mir wie immer ein bisschen Zeit, falls ein Poison noch im Spiel sein sollte. Zu dem Zeitpunkt hätte ich vielleicht ein bisschen mich beeilen können, um klarzustellen, es ist kein Poisoner-Spiel. Aber wie gesagt, es ist nicht unüblich, dass ich Zeit lasse. Wir wecken auf jeden Fall Dominik, unseren Monk, der, glaube ich, die einzig sinnvolle Wahl macht und dich als Virgin beschützt. Die anderen zwei sind seine Dämonenkandidaten an der Stelle. Das heißt, ihm bleibt an der Stelle auch keine andere Wahl. Von drei Endspielern einen bestätigt zu haben, ist halt auch strong. So. Es ist sehr stark. Es ist aber auch ein sehr schwieriges 50-50, weil es sind genau zwei Welten, die aufeinander passen. Mhm. Die Baronenwelt und oder die potenzielle Poisonerwelt, wobei die noch nicht ganz zusammengepuzzelt wurde. Es hängt super viel davon ab, ob man Fabius vertraut oder nicht. Und ich weiß, wir haben ihm nicht vertraut in dem Moment. Das war sehr noch alles in der Schwebe. Richtig. Also für euch war es in erster Linie ein Social 50-50. Ich glaube, Dennis hat sich deutlich suspekter gemacht. Mhm. Wir wecken logischerweise als nächstes direkt Dennis, der eigentlich auch die einzige sinnvolle Wahl trifft und den Monk umbringt. Das ist der Punkt, wo es wahrscheinlich sehr stark gewesen wäre, den, glaube ich, ein, zwei Nächte vorher schon zu töten, weil den hätte man auch super als Suspekt zum Schluss noch am Leben lassen können, potenziell. Dominik ist gestorben, das heißt leider auch wieder kein beschützt. Er konnte sich auch nicht selber beschützen. Sorry, Dominik. Und zum Schluss wecken wir Fabius, der korrekterweise lernt, dass unser lieber Julian der Investigator war und nicht der Junk. Und damit gehen wir in den letzten Tag und die letzten drei. Guten Morgen, liebes Dorf. Willkommen an eurem letzten Tag. Die letzten drei lebenden Spieler. Kathi, Fabius und Dennis. Dominik wurde in der Nacht vom höchsten Anwesen der Stadt heruntergeschmissen und ist gestorben. Ich schicke euch nicht mehr in die Einzelgespräche. Ich gebe euch 4 bis 5 Minuten Zeit zum Diskutieren in einer Runde und danach möchte ich nur noch von den Lebenden hören. Und eine Nominierung. Willst du jetzt sagen, was du warst? Dominik war, das weiß ich nicht, weil er sehr nervig war, aber hier war er tatsächlich der Investigator. Das wurde mir noch gezeigt. Also stell dir mal fest, dass das gerade eben echt eine Waste-Situation war. Ja, Julian, war's. Ja. Also? Dann bist du Spy-Kandidat und er Spy-Kandidat. Das schließt euch dann für den Dämon aus, wenn du wirklich investigiert hast. Außer Niki ist gesprungen. Ja. Niklas ist gesprungen. Außer jemand ist gesprungen, ja genau. Aber der springt ja nicht auf den Spy. Ja, doch, wenn er sich selbst umgebracht hätte. Also, wenn ich mich selbst umgebracht hätte, dann wäre ich auf den 2 aufgesprungen. Genau. Das wäre egal. Es gibt zwei Welten. Es gibt die Welt, in der hier der Dämon saß oder hier der Spy saß. Ich glaube, dass wir den ersten Demon tagsüber exekutiert haben. Genau, also, wenn du nicht Julian bist. Und was hältst du von Niklas? Ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, warum ich ihm hätte misstrauen sollen. Okay, dann ist Niklas für mich böse. Okay, true. Sehr guter Grund, ja. Das werden Sie in Runde 3 erfahren. Ich lasse dich vertrauen, ist immer eine gute Person. Also, verdient. Ich bin immer eine gute Person. Wenn du wirklich der Undertaker bist und hast mit bei Lea den Poisoner gesehen. Und Lea hat am Tag 1 Benny, ihren Nachbarn, vergiftet. Dann hat sie da vielleicht einen Drunk gesehen, den es gar nicht gibt. Könnte sein. Also wenn halt die Poisoner-Spy-Theorie stimmt, dann hatten wir auch schon angedacht, dass der Slayer ja dann hier mit dem Schuss sozusagen auch gepoisoned war. War er da gepoisoned? Du warst doch Monk, ne? Wen hattest du alles beschützt? Ich hätte beschützt Niklas, Fabius, Kathi. Oh. An dem Tag, wo der Schorn bist, habe ich nicht beschützt. Aber dass ein Monk so lange überlebt hat, ist schon wieder weg vom Spy-Game dann auch, ne? Ja.
Aber die haben hast du bei Fabius und mir entschieden, ja, werfen und sich eher selber umbringen? Nee, ich habe gedacht, wenn Fabius in der Nacht keiner stirbt, dann hätte ich bei Fabius geprüft gewesen für mich. Ah, okay. Deswegen habe ich das riskiert, ihn zu schützen, obwohl ich dachte, das könnte auch falsch sein. Ja. Aber du hast deine Fähigkeit verbraucht, ich dachte, wenn der will ich da. Ja, das Einzige für mich wäre es in der Gegend, also wenn du mich predatest, nur damit ich nicht springen kann, quasi um das Trieb rauszuholen, damit du ihn mich dann killt danach. Aber ich würde schon ganz ehrlich, ist es nachvollziehbar. Nee, lass mal. Aber ich frage vorhin noch, glaubst du mir? Ja, ich kann auch nominieren, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwächer für meinen. Warum hat der zwei Exekutionen in den Dünnchen? Ja. Alle gegen Kadi. Der Imp ist auf die Wörter gesprungen. Auf der Positivseite. Wir haben 50-50, von daher. Es ist auf jeden Fall, wie ich mir einen letzten Tag vorstelle. Also, auch wenn das ganze Spiel lang über die eine Welt mehr oder weniger klar war für einige. So nach und nach kamen halt Zweifel rein, andere Welten kamen rein und jetzt können viele Welten Sinn machen. Und deswegen mal gucken, für welche sie sich entscheiden. Ich weiß es, aber pst. Ja. Das Ding ist, heute können wir den Sand exekutieren, weil wenn es dir stimmt, ist halt dann auch eh egal. Ja, ich habe schon immer mal einen Schenkel richtig Bock. Nee. Aber den Undertaker hast du von Anfang an jemandem gesagt? Nein. Ich habe den Undertaker in der ersten Runde einmal Julian so halb irgendwie verraten. Nee, so ganz. Also. Ja, eigentlich schon. War Dummheit von mir, gebe ich auch zu. Und Benny wusste ebenfalls, dass ich wenigstens einen dieser Rollen geklärt hatte. Ja. Also er hat mir den Barbarian dann gezeigt und ich habe es dann gar nicht weiter erzählt. Wollen wir mal gerade so, also wie war denn euer Vibe, wenn ihr euch so mit Dennis unterhalten habt? Naja, Dennis und Lea kamen zu mir, setzten sich rechts und links hin. Und das war so, okay, ich habe gerade gehört, dass ihr vielleicht böse sein könnt und jetzt redet ihr so auf mich ein. Interessant. Wann war das denn? Es ist Dennis. Nee, jetzt mal ehrlich, wann war das? Ich glaube, wenn man die zweite Tag noch essen wird, da. Er weiß es nicht. Zweiter Tag. Ich finde es ja, woher will er wissen, dass wir böse waren? Ach du. Also, okay. Ich weiß nicht, was hatten wir also gesprochen? Die Social Vibes sind mir sehr extrem. Okay, aber warum wurdest du nominiert? Ich wurde einmal ganz am Anfang. Nein, würdest du jemanden nominieren? Also, wenn ihr das nicht machen wollt, dann nominiere ich ihn. Ja. Aber wenn es keinen Durant gibt, warum habe ich dann, dann würde ja in der Welt Dennis nicht der Saint sein, sondern ein Minion, das dann Demon wurde oder gleich der Demon. Ja. Dementsprechend hätten wir keinen Drunk und wir hätten keinen Saint und dann müsste ja Kim der Rekluse gewesen sein, aber dann müsste ich ja theoretisch richtige Infos bekommen haben, weil ich ja nicht der Drunk wäre, aber ich habe halt ein Nein auf Kim bekommen. Wo sitzt dann der Dämon, ist die Frage, ne? Ja, bei dir. Nee, vorher, ja, wenn, weil da muss ich ja Scarlet Woman gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass es bei Niklas war dann, wenn es die Welt ist. Ja. Aber dann besteht auch wieder die Welt, dass er auf Fabius gesprungen ist, ne? Das ist halt das große Problem, also. Ja, am Ende ist es das jetzt. Wie liest du Fabius? Du kennst Fabius. Ja, Fabius kann mich aber sehr gut angehen. Okay. Ich bin dir nicht böse, wenn du es tust. Also, ich glaube aber, also für mein Gefühl, und ich traue halt Lea nicht, und sie hat viel mit Dennis gesprochen. Ich wollte die ganze Zeit Dennis töten, aber beim Saint macht man das nicht. Jetzt sind wir im letzten Tag. Und hey, vielleicht machen wir einen Arthur-Win. Das wäre ja. Die Diskussionszeit ist vorbei. Jetzt würde ich gerne, dass nur noch die Lebenden reden. Ich kann noch ein bisschen diskutieren, aber die Nominierungen sind eröffnet. Ihr habt maximal 2 Minuten. Ja, das Problem ist halt, wo seht ihr bei mir die drei Bösen, weil ich kann ja nicht der Dämon gewesen sein, weil sonst hätte ja der Slayer getroffen. Nein, wir sehen sonst bei Lea den Poison. Genau, der Slayer wäre auch vermutlich an dem Moment Poison. Also, wenn ich Dennis nominiere, würden ihr lieben Toten, würdet ihr das mitmachen? Ja. Okay. Ich nominiere Dennis. Finde ich nicht gut. Kathi nominiert Dennis. Bitte erzähl uns warum. Weil wir den Saint jetzt einfach mal töten können. Dennis, deine Verteidigung? Ja, bin halt der Saint. Das Problem, was ich momentan sehe, ist, dass wir trotzdem noch irgendwie zu viele Outsider haben. Weil entweder muss es irgendwo einen Drunk gegeben haben oder der Poisoner muss halt genau in der richtigen Runde den Slayer vergiftet haben, damit der mich nicht umbringt, wenn ich durchgehend der Dämon war. Als Minion
gehen uns, glaube ich, die Minions aus, weil wir haben ja angeblich einen Poisoner, was der Undertaker gesehen haben, einen Spy, einen Baron. Ja, und dementsprechend sehe ich halt eher, dass Nikki als Dämon dann auf Fabius gesprungen ist. Dementsprechend werde ich auch gleich Fabius dominieren, sowieso, aber... Okay. Wir haben drei Böse, ne? Ja. Anklage, Verteidigung, also, wir bräuchten mindestens vier Stimmen drauf. Ihr habt drei Lebensspieler, ihr benötigt zwei Stimmen. Das Dennis auf dem Block landet. Abstimmung, Dennis, beginnt bei Benny. Okay. Vier Stimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das reicht eigentlich, oder? Das reicht. Sechs. Finde ich sehr ungut von euch. Sechs Stimmen reichen mehr als aus. Dennis auf dem Block. Ja, ich nominiere halt Fabius. Ist mir Fabius, erzähl uns warum. Ja, also am Anfang war er halt schon von Anfang an im Investigator-Ping. Kann natürlich auch auf den Recluse gegangen sein, das macht keinen großen Unterschied, weil das Problem ist, wir haben dann ja noch einen Drunk. Es könnte eventuell der Investigator gewesen sein, dass wir auch gar keinen Spy hatten jemals. Weil wir haben einen Baron, angeblich einen Poisoner, den auch unser Undertaker ausgebuddelt hat. Und dementsprechend sehe ich momentan, dass alles eher auf Fabius zeigt als auf mich. Ja. Fabius, Verteidigung. Ja, ich war von Anfang an der Undertaker. Eventuell dumme Entscheidung, mich dann irgendwann zu outen. Ich hatte auch immer mal, war ich auf dem Drall, dass es vielleicht gar keinen Spy gab oder der Recluse dauerhaft einfach nur dachte, er wäre der Spy oder angezeigt wurde, als wäre er der Spy und ich habe ihn dann auch nochmal als Spy gesehen. Ich war der Einzige bis jetzt, glaube ich, von den Beschuldigten, der dann auch freiwillig und offen hier immer saß. Dann ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin ziemlich verdächtig, habe ich immer offen damit umgegangen, mit wem ich geredet habe, worüber. Der Einzige, der hier nicht sterben wollte, immer war Dennis. Ich bin immer so offen damit umgegangen. Fertig. Okay. Was an Dennis will, ihr habt sechs Stimmen auf Dennis, das ihr benötigt sieben Stimmen. Das Fabius auf dem Dockland. Erinnert euch bitte dran, sechs Stimmen ist Ausgleich. Ach, schon für Fabius. Wir gehen bei Kim. Fabius gestimmt. Los geht's. Das halt. Eins. Was hat Dennis gestimmt? Das halt kriegen wir. Fabius müsste für sich selbst stimmen. Hat er für sich selbst gestimmt? Zwei. Also wissen wir noch nicht. Zwei Stimmen reichen nicht aus. Dennis, weiterhin auf dem Block. Ja, schade, fünf. Das ist eigentlich schon zu viel. Möchtest du dich aber nominieren? Nee. Fabius ist noch frei. Nee, Fabius. Fabius, Fabius. Fabius möchtest du nicht nominieren? Sie ist definitiv böse. Der Tag geht zu Ende. Lyncht sie. Dennis wird exekutiert. Dennis stirbt und gibt den Löffel ab. Ich glaube, mein Team verliert, oder? Kathi, mit einer Sache hattest du recht. Ein Arschmusik ist es. Fabius, Glückwunsch. Genau wie dem guten Team. Glückwunsch. Undertaker vor. Ich muss ja zugeben, so, du machst ja sehr oft dieses so, das Spiel ist vorbei, ein Team hat gewonnen. Normalerweise höre ich das schon gar nicht mehr drauf. Aber das war das erste Mal, dass du mich gekriegt hast damit. So, ich dachte wirklich kurz, Fabius war böse, der hat die ganze Zeit angelogen so, und ist jetzt alles vorbei. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel für Böse zum Schluss. Schön, es ist immer schön, wenn Gut zum Schluss tatsächlich noch so den extra Kniff findet. Also ich glaube, zum Schluss war es auch mehr so, das Soziale bei Dennis, aber ja, sehr cool. Dann hören wir uns doch mal an, wie du das Grimm aufgelöst hast und wir uns teilweise gefreut haben. Leute, das war einer der geilsten Runden Trouble Brewing, die ich hier geleitet habe. Ich habe den Löffel noch nicht abgegeben. Okay. Er lebt noch. Das war eine sehr spannende Runde. Ich wollte euch die Stärke eines Spy-Poisoner-Spiels zeigen. Und aus dem Grund hat Gut jede einzelne starke Rolle in dieses Skript bekommen. Wir hatten einen Empathen bei Dodo, der auf seinen Spy-Nachbar Kim einen Eins bekommen hat. Ich dachte, das war an der Stelle nur fair, weil ich wollte schon in die Richtung gehen. Kim hat auch die Bluff gesehen als Spy, da war der Recluse bei.
Das wollte ich ihm andeuten und das hat er genau mitgespielt, passte perfekt. Wir hatten als zweite starke Rolle Dominik, euer Mann, der liebe Beschützer. Traurig. Wir hatten Chris, euren Fortune-Teller, der zweimal hinein gekommen hat, einmal auf Fabius und Kim. Kim, der Recluse geclaimt hat, kann ich ja immer noch sagen, kein Nein. Und Benny sowie Lea war dein zweites Mal, da habe ich dir ebenfalls Nein gegeben. Dominik war dein Red Herring. Das wäre dann nochmal sehr interessant. Das wäre dann nochmal sehr interessant geworden. Kathi, eure bestätigte Virgin von Benny, eure Librarian. So, kommen wir mal zu der Stärke eines Poisons. Poisoner Lea, die Benny in der allerersten Nacht erwischt hat, wodurch ich dann nicht mehr den Junk anzeigen musste bei dem Junk, sondern hab's bei Julian und Chris gezeigt und ihr habt ganz Zeit hinterfragt, wer dabei Junk ist. In Wirklichkeit war Niklas euer Slayer Junk. Ich hab ihn nie gefolgt, ich hab's gesagt. So, wir hatten Fabius, euren Undertaker, der tatsächlich Undertaker war. Er hat korrekterweise einen Librarian gesehen bei Benny. Er hat korrekterweise einen Spy gesehen bei Kim, weil ich es einfach nur lustig fand. Ich hab dein Grinsen gesehen, als du mir den gezeigt hast. Die ganze Zeit gesagt, es gibt das. Ich war so. Ich hab mir nie was angehört. Ja, nein. Er hat korrekterweise einen Poisoner bei Lea gesehen. Das war wahrscheinlich die stärkste Info für dich an der Stelle. Und dann hast du interessanterweise einen Investigator bei Julian gesehen, wo Julian korrekterweise sagte, das war irgendwie eine verschwendete Exekution. So, ja. Dennis war ja Dennis hat, glaube ich, also das böse Team hat grundsätzlich sehr gut zusammengespielt, hat die Welt sehr gut aufgestellt. Das der einzige Kill, der fraglich war, war der Kill auf Niklas. Einfach weil die Endpart 0 immer noch die Welt war, wo Niklas vielleicht der Dämon ist. Die Bluffs waren Mayor, Chef und Recluse. Nur den Recluse und den Mayor wurde, glaube ich, tatsächlich benutzt. Aber ihr hattet den zwei, ihr konntet so ein bisschen das zusammenbasteln, was ihr wolltet. Ihr habt echt, echt gut gespielt. Also, ich wollte gerade sagen, die Bluffs, die du mir gegeben hast, da dachte ich so, boah, scheiße, kannst du mir nicht was Vernünftiges geben? Nee, aber das zeigt ein starkes Team mit einem Spy und einem Poisoner. Also ihr hattet ein 50-50 und es war trotzdem noch so eine brenzlige Situation. Ja, ich hätte auch am liebsten Kathi umgebracht, aber dadurch, dass Dominik noch so lange überlebt hatte, wusste ich, dass er sie beschützen musste, Dominik umbringen. Sehr gut gespielt und tatsächlich ein 100% Arthur-Sieg. Let's go! Also dafür, dass am letzten Tag wir uns noch so unsicher waren, 50-50 hatten, bin ich sehr, sehr froh, dass es geklappt hat und Arthur-Sieg nehmen wir immer gerne. Mal gucken, ob das je wieder der Fall sein wird. Dodo, Hut ab. Ey, wirklich, ab Tag 1. Sehr gut gelöst. Fangt mit einer einfacheren Runde an. Das war schon eher eine fortgeschrittene Runde von Trouble Brewing. Aber Spy Poisoner, unterschätzt niemals diese Kombination. Und traut euch gerne, ein bisschen mehr Informationen ins Dorf zu packen. Böse hat die Mittel, dagegen was zu tun. Gut. Das war das Wort zum Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes heute. Hier auf diesem Kanal findet ihr in ein paar Wochen die nächste Runde Trouble Brewing. Wir haben insgesamt 3 Runden Blood on the Clock Tower aufgenommen, noch eine weitere Trouble Brewing und dann eine andere. Ihr könnt ja mal raten in den Kommentaren, was dann wohl die dritte Runde für ein Skript ist. Bis dahin möchtet ihr vielleicht zwischendurch aber selber noch mal ein bisschen Trouble Brewing spielen oder auch ein anderes Skript oder euch online mit anderen Leuten austauschen. Wo kann man das denn am besten machen, Dave? Wir haben eine wunderschöne Community mittlerweile auf Discord in erster Linie. Das heißt, wenn ihr schon eine Runde habt, mit dem ihr vielleicht Trouble Brewing oder Blood on the Clock Tower allgemein spielt und einfach mehr spielen wollt, weil man braucht ja immer ein paar Personen dafür, dann könnt ihr das gerne online spielen. Wir haben eine tolle deutsche Online-Community auf Discord. Ich denke, die ganzen Links und Referenzen werden hier im Video gefunden. Da nochmal einen großen Hut ab in Richtung Flo, der diese Community in letzter Zeit gepflegt hat. Und da werdet ihr auf jeden Fall Personen finden, mit denen ihr regelmäßig online spielen könnt. Für Anfängerrunden bis hin zu Profirunden und den abgefahrensten Custom-Scripts. Und wenn ihr einfach mal euch informieren wollt, wo vielleicht Leute und Runden in eurer Umgebung sind, weil es ist nicht immer das Spiel, was man bei jedem Brettspielabend findet, dann könnt ihr da auch gerne fragen und schauen. Und wenn ihr in der Zwischenzeit euch noch mal was anderes auf diesem Kanal angucken könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist
ich sag mal hier, das erste Video, das wir gemacht haben, das war damals ein Livestream, das ist nochmal verlinkt, das war auch Trouble Brewing. Oder hier ist irgendein anderes Video von uns, wo YouTube denkt, dass es euch gefallen würde. Da könnt ihr ja die Zeit ein bisschen überbrücken, bis das nächste Blood on the Clock Tower Video rauskommt. Bis dahin. First try.